einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen bei Simrace TV und es ist Porsche Time. Ja, wir sind wieder bei der Race Day Speed Association mit dem GT3 Cup, mit dem Porsche GSMF GT3 Cup. Heute live aus Silverstone und ja, da brauchen wir glaube ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wir haben ja nun einige wirklich Top-Rennen gehabt in der letzten Zeit. Und naja, Gott, jetzt sind wir heute wieder auf einer Strecke, die wieder Top-Rennen verspricht. Und ja, genau. 19:30 ging es los, das steht da jetzt und wer am Mikrofon ist, steht da auch. Und deswegen sage ich auch mal herzlich willkommen, Jens. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Lutz. Da ist er, der Jens. Ja, ja. Genau. Ich dachte, du vergisst, wie du redest dich schon in Rage. Ja, nee. Es dauerte so lange, bis du kamst. Da dachte ich, jetzt ist er wieder weg. Oder nein. Die Taste wieder nicht. Genau. So. Ja, wir sind heute zwischen 18 und 19 Fahrer. Also wollen wir mal das Beste hoffen. Das ist natürlich auf der Strecke. Dürften es gerne ein paar mehr sein, aber gut, wir haben ja nun gelernt, dass gute Rennen zwingend von einem großen Fahrerfeld abhängen ging. Und nach dem, was wir in den letzten Rennen gesehen haben, vor allem mit Kurt und Herzig und ja, und vor allem auch so die unsere Newcomer, die da so. Ja, an dieser Stelle übernehme ich dann mal. Der Lutz scheint gerade wohl technische Probleme zu haben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er die kurzfristig wieder in den Griff bekommt. Ich glaube, er hat über die letzten Rennen gesprochen, über das, was sich hier gerade so entwickelt vorne. Wir haben mit dem René Herzig und dem Christian Brückert ja einen Zweikampf. Der sehr spannend, das kann man auch mal sagen. Die Jungs haben ständig die Position gewechselt in der Meisterschaft auf 1 und 2. Kleiner Rückschlag für den René beim letzten Rennen auf dem Norrisring, das durfte ich leider nicht mit kommentieren, da war ich leider Gottes verhindert, aber ich habe es mir natürlich angeschaut. Da hat der Christian jetzt ein bisschen Vorsprung herausgefahren. Wie sich das heute hier zeigen wird, werden wir sehen. Also in den Hotlaps ist René Herzig momentan der schnellste und der Christian Rückert ausnahmsweise mal nur auf Platz 3, weil dazwischen hat sich doch der Mike Kolosche geschoben. Aber Abstände liegen hier wieder bei 1,5 Zehntel. Also ich bin sehr gespannt, was es heute geben wird. Aktuell ist auch der René Herzig vorne mit der schnellsten Zeit, gefolgt vom Christian Rückert. Also es wird hier wieder eng werden. Wir haben 17 Fahrer am Start. Auch das verspricht auf jeden Fall Spannung, ohne Frage. Ich schiebe immer so zwischendurch auf eine meiner 4 Monitore, die ich hier gerade vor mir habe. Ich bin total overloaded mit Informationen. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht zu sehr, weil ich irgendwo wieder hinschaue und wo ich was sehe, was irgendwie schon längst vorbei ist. Egal, aber der Lutz ist noch nicht wieder da. Ich denke mal, der arbeitet gerade fleißig im Hintergrund. Und nichtsdestotrotz, die Session scheint jetzt abgelaufen zu sein, das Practice. Wir werden jetzt in Kürze mal ins Qualifying schalten. Genau, damit haben wir jetzt alle Leute an der Box. Ja, und die Jungs gehen jetzt hier alle raus auf die Strecke. Boxgasse macht auf. Und da haben wir auch schon den René.
Ja, ich bekomme gerade die Mail, deshalb war ich gerade kurz so ruhig. Das Internet ist weg, sozusagen. Also er hat technische Probleme, versucht wieder online zu kommen. Sobald er dieses in den Griff bekommen hat, wird er wieder zu mir stoßen. Bis dahin werde ich das mal versuchen, ein wenig zu übernehmen. Wir können, denke ich mal, getrost in der ersten Runde hier mal beim René Herzig bleiben. Denn er ist relativ weit vorne auf der Strecke. So, der René, oder? Mal eben schauen. Ja, da haben wir den René. So, und hier geht er jetzt auf seine erste schnelle Runde. Kommt hier noch wieder in den neuen Abschnitt, der mittlerweile auch schon nicht mehr ganz so neu ist. Der Umbau ist ja doch schon jetzt ein paar Jahre her. Ja, hier eine Spitzkehre, schön weggeblieben vom Curb. Das kann einfach nur gut sein. Die gerade der alten Kurzanbindung und dann kommen wir dann wieder auf die alte Strecke. Alte Startziel. Auch der Knick, der geht hier voll. Dann kommen wir zu einer der für mich immer noch spannendsten Kurven. Kurz anbremsen, reinschmeißen und gewinnen, verlieren, Curbs mitnehmen. Also man kann hier Rennen gewinnen, man kann hier Rennen verlieren, Positionen gewinnen und verlieren. Also eine ganz tolle Stelle. Auch die S's jetzt, die jetzt kommen, werden immer enger. Geht fast voll rein und da muss man das Auto in den Kurven ein bisschen zusammenbremsen, viel Schwung mitnehmen. Das macht der René hier wirklich hervorragend. Und ganz wichtig ist eben der Schwung, weil hier geht es jetzt auf die Hänger straight. Die für mich wohl beste Stelle zum Überholen mit Windschatten ansaugen. Da haben wir eine einigermaßen enge Rechtskurve. Da kann man innen, man kann aber auch außen vorbeigehen. Wir werden es gleich sehen. Ja, hier gibt es mit schön viel Schwung. Da gibt es zwei Linien durch die Kurve. Dann kommen wir jetzt in das enge Geschlänge kurz vor Startziel. Dann haben wir die erste Richtzeit. Zeit bleibt stehen bei 2:01:04. Damit ist er noch eine Sekunde von seiner absoluten Bestzeit weg. Werden wir mal schauen, was da noch geht. Aber eins kann man schon mal sagen, mit so einer Zeit qualifiziert man sich hier für das Top 10 Qualifying, weil wir sind ja gleich noch ein zweites Qualifying, wo die 10 schnellsten Fahrer dann die Pole Position ausfahren. Christian Rückert hat sich jetzt an Position 1 gesetzt mit 87.000 zu Vorsprung. War spannend. Maiko Losche vorgefahren bis auf die 2. Verdrängt sogar noch René Herzig. Also der spielt ja heute sicherlich die ganz große Rolle. Was hat er also oft in den Hotlaps schon gesehen in Zeiten? Der hat sich da was vorgenommen. Bin sehr gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Dennis Erner steht noch an der Box. Ich weiß nicht, ob er nur eine Runde fahren darf. Ich habe die Strafen jetzt gerade nicht im Kopf.
Ah, Daniel Streblos anscheinend schon weiter vorne. Oh, Christian Rückert, Licht nochmal nach. Aber läuft hier auf. Gut, ist aber auch alles nicht dramatisch, weil auch mit seiner Zeit ist er jetzt schon im Top 10. Ich wollte eigentlich mehr nach hinten schauen. Nicht wirklich viel Zeit verloren für so viel Verkehr, also Respekt. Lars Pokowski, aktuell auf der 17. Hatte aber auch schon wieder am ersten Sektor einen großen Fehler. Wir sollten uns mal so ein bisschen mehr auf Platz 10 konzentrieren. Wir haben ja Andreas Braun, der zu einer deutlichen Verbesserung ist und sich dann vielleicht von Platz 12 weiter nach vorne schieben kann. Platz 10. Damit wäre er aktuell noch im Top 10 Qualifying. Während vorne nur zur Info Mike Kolosche sich sogar noch vor Christian Rückert und René Herzig gesetzt hat. Ja, Wahnsinn. Ja, und wir haben wieder Besuch. Ja, der Besuch ist gut, ja. Ich hoffe, es geht jetzt. Also, keine Ahnung, was das eben war. Ja, du hast angefangen zu klingen wie ein Roboter und wurdest immer langsamer und dann warst du irgendwann weg. Ah, okay. Na, das hört sich ja dann bestimmt lustig an in der Aufzeichnung. Auf jeden Fall. Gut, richtig viel verpasst hast du noch nicht. Wir sind mitten im ersten Qualifying. Maiko Losch hat sich gerade vor Christian Rückert und René Herzig gesetzt. Und die ersten drei innerhalb von 61.000 bei einer 2-Minuten-Strecke. Das ist schon Hausnummer, doof. Oder? Ja, was ist mit dem Kolosche los? Ich glaub's ja wohl nicht. Ja, schön. Also, das verspricht ja einiges. Wow. Und, ja. Was machen unsere Herzchens? Ja, René hier auf Platz 3. Enrico aktuell noch auf der 10, genau. Ja. Und, ja, und Dennis kämpft um die 5. Position momentan auf der 7. Mal, dass das jetzt hier alles hält. Ich bin mir nicht so ganz schlüssig, was hier los ist. Mein Netz schwankt immer zwischen Edge und GPA oder wie sich das nennt. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich etwas instabil hier heute. Aber momentan geht's ja. Da sind wir ja schon mal froh. Absolut. Aktuell die ersten 8 innerhalb von 8 Zehnteln. Sag mal, bei einer 2-Minuten-Strecke ist das schon dann wirklich eng. Kann so weitergehen. Ich beobachte gerade mal so ein bisschen auch Andreas Braun und Tom Krüger, weil die fahren ja auf Platz 11, 12. Aber wer jetzt vielleicht ein Spiel machen kann, da sollten wir mal hingehen, ist der Finn Ostaschewski. Der hat nämlich eine Bombenzeit im ersten Sektor gefahren. Uff, ganz wild hier über den Curb. Ja, der hat ja auch auf dem Norrisring so einiges abgebrannt. Und sind wir mal gespannt, was er jetzt hier treibt. Ja, dieser Ritt über den Körper hat mal eben 3,5 Sekunden gekostet, also da wird jetzt keine Verbesserung kommen. Denkt man nicht. 4 Minuten hat er auch noch, also wenn er jetzt in die Box kommt, muss ja die Runde zu Ende fahren, dann kann er noch mal gut rausfahren, also das passt.
Na, obwohl, jetzt wird es eng bei 2 Minuten Rundenzeit. Ich denke, zum Finale wird er genug Sprit dabei haben. Ja. Naja. Ach so, nee, jetzt sind wir erst wieder bei der Hälfte. Ach nee. Sind wir nicht. Hinter Wasser. Oh mein Gott. K-Pünktchen-Pünktchen-Pünktchen-Strecke. Ja. Oder besser gesagt, dieser K-Pünktchen-Pünktchen-Pünktchen-Bau. Ja, es wird immer enger vor, die ersten 9 jetzt innerhalb von 8 Zehntel, dann haben wir den Sprung zu Ende. Rico herzlich auf der 10 mit 1,9 Sekunden. Also ja, nicht eine Sekunde dazwischen. Ja, spannend ist jetzt, Dennis hat sich vorgearbeitet bis auf die 6. Aber ist immer noch Top 10 hier, ne? Nicht wie bei uns Top 5, oder? Ach ja, richtig. Gut, wir sind ja jetzt hier beim Porsche Cup. Bei der Wintersaison. Ja, richtig. Ach Gottchen, ja, klar geht's um Platz 10. Also Enrico tatsächlich noch in den Top 10. Also diesmal hat der Phil den Körb ein bisschen links liegen lassen. Mal schauen, was das gebracht hat. Die erste Zwischenzeit war jetzt nicht so berauschend. Und René Herzlich konnte es nicht auf sich sitzen lassen und hat sich wieder auf die erste Position vorgeschoben. Unmöglich, dieser Mensch. Ich meine, der fährt doch eh gut. Der hätte doch... Unglaublich. Jetzt sind die ersten 3 innerhalb von 500stel. Ja, es ist krank. Jetzt gucken wir mal, was der Phil jetzt hier noch treibt, ob ihm da noch was gelingt. Ja, verbessern wird er sich, aber es wird nicht reichen, um den Enrico anzugreifen. Naja, er ist ja jetzt momentan auch nur 14. Ja, er bleibt auch 14. Ne, 13. wird er. 13. wird er, aber hat halt noch massiv Rückstand. So, wollen wir mal ganz kurz auf die 11 gucken. Oh, wolltest du jetzt? Nein, nee, nicht gut. Ich wollte auch gerade sagen, entschuldige. Mach du lieber. Vollkommen okay. Ich war noch in dem Modus, ich bin alleine. Gut. Nee, ist völlig richtig. Du hast ja auch eine Tastatur, so ist das ja nicht. Ja, vollkommen richtig. Andreas Braun auf der 11 hat nämlich persönliche Bestzeit gefahren im ersten Sektor. Jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Sektormesspunkt. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Richter diese Zeit bis ins Ziel, sogar noch mit einem kleinen Puffer, kann er Enrico nochmal auf die 11 verdrängen und sich selber auf die 10 setzen. Auf hat das auf alle Fälle. So. Noch mal gespannt. In wenigen Sekunden wissen wir es. Auf das Startziel sind wir. 201, 202. Platz 10. Ja. Es reicht. Es reicht. Halbe Sekunde Vorsprung auf Enrico. Oh, da würde ja Enrico sich ärgern. Mal gucken, der ist noch in einer gezeiteten Runde, aber hat jetzt schon 1,3 Sekunden Rückstand bei der zweiten Zwischenzeit und das sieht nicht besonders produktiv aus, was er hier gerade fährt. Der Schlenker, gucken wir mal, ob es jetzt nochmal reicht. Ich fürchte nicht, nein. Aber er ist 2 Sekunden vor Ablauf der Zeit übers Ziel gekommen. Er hat noch eine Möglichkeit, wenn er genug Sprit dabei hat. Ja. Stimmt. Er kann es nochmal versuchen. Naja, das war auch nicht so optimal eben. Auch hier hätte er ein bisschen mehr Körb mitnehmen können. Das sah gut aus. Ah, eine Zehntel Rückstand im ersten Sektor. Also gut, da kann man auch so wahnsinnig viel nicht verkehrt machen. Doch, war nicht schlecht. Wir gucken mal jetzt zur zweiten Zwischenzeit. Und bei 1,3, also 1,25, 1,26 sowas.
auf alle Fälle spannend. Das scheint auf alle Fälle zu reichen, weil er fährt Vollspeed, also ist am Limit. Das sah sehr gut aus, eben. Jetzt kommen wir zum zweiten Sektormesspunkt. Oh, da hat er verloren. Nee. Also entweder kriegen wir jetzt hier keine Zwischenzeit angezeigt, oder kriegen der wir hat... Kriegen wir nicht. Das kann nicht sein. Genau. Also sind wir schon lange durch. Also müssen wir jetzt abwarten, bis er am Ende der Runde ist. Kann ich da wieder irgendwo cutte, der Sack, der. Dass hier mit den Cuts ja wirklich, ja, im Rahmen hält. Na, er schafft es! Er schafft es! Ja, Wahnsinn! Ja, damit haben wir die ersten 10 noch innerhalb von einer Sekunde. Irre, absolut irre. Ja, und das bei nur 18 respektive 17 Fahrzeugen. Gut, komm, lass uns eben die Top 10 machen. Qualifiziert fürs zweite Qualifying haben sich auf Position 1 René Herzig, Mike Kolosche, Christian Rückert auf der 3, Maxi Wolter 4, Fred Dunke 5, Dennis Erner 6, Michael Wirz 7, Dirk Sassmannshausen 8, Mario Schilly 9 und Enrico Herzig 10. Die 10 sehen wir gleich nochmal im zweiten Qualifying. Die genau. Startplätze von 11 bis 17 stehen schon mal fest. Damit haben wir Andreas Braun auf der 11. Tom Krüger auf der 12, Phil Ostaszewski auf der 13, Steffen Streblow auf der 14, Lars Borkowski 15, Daniel Streblow 16 und der Kurt Mildenberger auf der 17. Aus. So, dann werden wir mal schauen. Hundertprozentig sicher, weil ich kann nämlich so nicht... Upsala, was macht denn der Kurt da? Fährt vor die Mauer. Von seiner Box. Das ist ja... Genau. Ich kann nämlich so nicht auf den Server zugreifen. Ich muss immer erst einen Umweg gehen. Die Herrschaften das jetzt hier machen oder nicht? Gut, an dieser Stelle nutze ich aus, dass du wieder da bist und mit den 2 Minuten wieder da. Alles klar. Genau. Also wer hier ein bisschen Lust hat, mal richtig guten Motorsport mitzufahren, der ist herzlich eingeladen, auf der Race Day Speed Association sich zu registrieren und in dem Weltkampfforum dann seine Wünsche kundzutun. Dann können wir tatsächlich ja, da könnte man tatsächlich noch ein Plätzchen ergattern. Also es ist momentan etwas, ja, es sind doch etliche, die hier nicht, oder ja, es sind viele Ausfälle im Moment. Und somit hätten wir da schon noch ein paar Plätzchen frei, so 6, 7, 8. Wäre durchaus möglich. Und ja, gucken wir mal. Wenn ihr da drauf Lust habt, also Race Day minus Speed minus Association und dann EE. Genau, so kommen wir zum Hauptquali, der René ist schon auf der Strecke. Weiß nicht, warum er da so eine Angst hat. Hallo? Hier keine 10 hin. Da. Ah, da haben wir den Enrico. Der ist aber noch in der Box. Mario ist draußen, Mario Schilly. Ja, und die drei hier haben wohl
Ja, dass ich ein bisschen ungünstig aus der Box bin etwas ungünstig rausgefahren. So, Micha Wirtz ist draußen, Dennis Erner ist draußen, Ray Donke, Maxi Wolter, ja, die machen hier mit, ordentlich mit Dan Rückert hier, ja genau, so ist es. Fahren brav hintereinander her. Kollegen, ja, Mike Kolosche ist draußen und auch der René ist draußen. Ich vermute mal, jetzt ist auch der Enrico Herzig draußen. Nee, immer noch nicht. Er wartet wohl noch ab. Oder ich habe irgendwas verpasst, was die Strafen betrifft. Bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. So, es knackt und knirscht. Sprich, Jens kommt wieder. Genau. Ich schaue gerade mal nach den Strafen, weil da war irgendwas. Jo, schöner Drift. Aber war ja Gott sei Dank noch nicht hier. Noch keine gezeitete Runde, ist noch die Outlap. Nein, also alles, was an Strafen da ist, betrifft jetzt keinen der Fahrer, die hier gerade fahren. Okay, also auch keine... Das regt es hier nicht ein, nein. Keine Verschiebung in der Startaufstellung. Nee, jetzt wird es bei den Leuten, die da sind, ich schaue gerade mal so rüber. Nein, dürfte nicht sein, nein. So. Herr Rückert hat seinen Teamkollegen jetzt ins Abseits geschickt, damit er in Ruhe fahren kann. Ja, dieses Top 10 Quali ist nochmal eine andere als normal das erste Quali. Da kann man sich, ja, da hat man 15 Minuten Zeit, um sich die, ja, man kann da mehrere Sachen ausprobieren. Und hat dann auch nochmal eine Chance, nochmal zusätzlich eine Runde zu fahren. Jetzt sind nur 10 Minuten Zeit. Bei 2 Minuten Rundenzeit ist das nicht allzu viel, wenn man dann auch nochmal reinkommen will. Nochmal frische Reifen holen will. Da muss schon alles passen. Zumindest weiß ich, dass die alte Startzielgerade ungefähr bei einer Minute Rundenzeit kommt. Das, sehr schön. Das ist dann immer ein guter Anhaltspunkt. Weil es sieht wirklich sowas von ähnlich aus, das ist verrückt. Aber das ist wahrscheinlich auch beabsichtigt. Ja, die ersten Zeiten sind da, Mario Schilly, Dennis Erner, Michael Wirtz, die ersten drei, aber noch mit Zeiten, die sicherlich getoppt werden. Naja, also der Mario mit einer 201, ja, jetzt kommt schon Maxi Wolter 201545. Ja, und Christian Lohne 2017, also nur Platz 3 aktuell. Ja. Na, gucken wir mal, was unser Herzchen macht. Wo ich denn hier das bekomme, da... Nee, oh, der ist schon, der muss irgendwo hingefahren sein, der René, und zwar ziemlich bescheiden, nämlich auf die 8. Position. Ja, das, so, Michael Osche fährt jetzt auf die 3. Da guck mal, was der Dirk macht, mein Lieblingsschwabe. Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert. Wieso? Ja, weil wir 10 Zeiten haben und Enrico Herzig nicht fährt auf der 11. Ist der noch ausgerutscht? Hat der Andreas Braun nochmal kontern können? Hat der echt nochmal, ja, der hatte ja auch noch eine Runde. Der ist ja noch vor Enrico, über wo wir ihn zugeschaut haben. Da muss der nochmal, natürlich. Ja, aber wenn er vor ihm war, kam der Enrico nach ihm rein. Als er durch die Stadt Sie gefahren ist, war er 10. Und Enrico ist 2 Sekunden Ablauf der Zeit. Verstehe ich nicht. Enrico ist 10. hier laut meiner
bei einer Datei. Also laut dem Ergebnis ist Enrico 10. Ich weiß nicht, warum der Andreas fährt. Vielleicht hat Rico ja gecuttet oder so, hat gesagt, nee, komm Andi, du bist da dabei. Kann es nicht sagen. Das wäre eine Option, ja. Gut, wenn wir es nicht aufklären können, aber wir sollten trotzdem mal gucken, Dirk Sassmannshausen kommt nicht so wirklich nach vorne. Nee, aber definitiv nicht. Unser René, ich gehe mal eben kurz dahin, oder geht noch bitte kurz auf die 10. Ja, wenn es geht bei mir, ja, es geht. Meine Null klemmt, verstehst du? Ja. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Der hatte 8-9 Zehntel Vorsprung nach dem zweiten Sektor und hat es wieder im letzten weggehauen. Ja, der hatte schon in seiner Warm-Up-Lap im letzten Sektor einen schönen Drift. Und scheinbar... Immer noch Zehnter und die Zeit läuft ihm weg. Ja. Die Runden werden nicht mehr. Christian Rückert inzwischen halt nach vorne auf die 1 gefahren. So, jetzt hat er 3 Zehntel Rückstand. Aber das, was du sagst, das ist das, was dieses zweite Qualifying einfach ausmacht. Du hast weniger Zeit, weniger Runden, der Puls ist höher, man macht einfach instinktiv anscheinend mehr Fehler. Genau. Ja, die Gefahr eines Fehlers ist halt aufgrund dessen, dass du mehr pushen musst oder versucht bist, pushen halt größer. So, jetzt kommen wir zur zweiten Zwischenzeit und dann werden wir ein bisschen was sehen. Ich meine, er kann, wenn er genügend Sprit hat, was ich bezweifle hier in diesem zweiten Quali, kann er nochmal eine Runde gehen. Richtig gut die Zeit. Richtig gut, nur 77.000 zurück. Naja, hat er den ersten Sektor vergeigt mit über 3 Zehnteln, also er hat im zweiten ja richtig gut Zeit gut gemacht. Ich glaube, er hat einfach ein anderes Setup als der Christian. So, Platz 1, 17.000. Unglaublich. So, dann würde ich doch mal bei einem, gehen wir nochmal zu Herrn Rückert gucken. Der ist nämlich auch gerade nochmal auf eine schnelle Runde gegangen. Das dauert ja noch ein bisschen. Schaut mal bitte auf Platz 4 zu Maiko Losche. Er hat nämlich auch 13. Vorsprung nach dem zweiten Sektor. Ja, wird Dritter. Verdrängt Maxi Volta, ja. So, und auch der Christian hat hier diese 13. Rückstand auf seine, auf die Zeit von René. Das wird aber bedeuten, da René ja vorher 13. Rückstand hatte auf die bis dahin Pole von Christian Rückert, dass Christian hier jetzt richtig getrieft hat. Und eine neue Chance hat er nicht, weil die Zeit ist dann abgelaufen. Er liegt 8 Zehntel hinten, also nach seiner besten Zeit, also das war's. Ja, ich denke mal auch. Also wenn ihm jetzt hier nicht irgendwas ein besonders Gutes einfällt, dann war's das. Der Einzige, der gerade auch mal mit einer Verbesserung unterwegs ist, ist auf der 6, der Fred Dunke. Alle anderen haben schon Rückstand auf ihre eigenen Zeiten. Ja, immer noch 3 Zehntel Rückstand. Aber ich befürchte, der letzte Sektor von Christian war ein Ticken besser als der von... Nee, war er nicht. Im Gegenteil. Nein, 1 Zehntel schneller war. Er kommt rein. Ja, er muss nicht, aber er hätte schon noch... Aber upsala, was hat er denn da hinten? Dann schaut mal schnell, ob die 6 zum Fred... Ah, vergiss es. Er hat einen Zwischenfall gehabt. 16 Sekunden Rückstand im zweiten Sektor. Ja. So, was ist hier mit dem Dirk? Hat der noch irgendwas am Reisen? Vermutlich nicht. 4 Sekunden Rückstand schon. Ja, der biegt auch ab.
Er kommt auch rein, der Herr Braun. Bleibt auf Platz 10. Ja, das ist jetzt natürlich eine Geschichte, die verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, auf jeden Fall steht die Startreihenfolge fest. Und die Pole Position hat sich heute mal hier René Herzig geholt mit 17.000 zu Vorsprung vor Christian Rückert. Wahnsinn. Ja, in der zweiten Reihe war dann eng. Bei der zweiten, ich sag's nochmal, ne? 2-Minuten-Runde. Ne? Also es ist ja nicht einmal Norris-Ring mit 50 Sekunden, nein, 2 Minuten. Genau. Zweite Reihe, Maiko Losch und Maxi Wolter. Auf Platz 5, dann Mario Schilly, neben ihm Fred Donke. Auf der 7, Michael Wirz, Dirk Sessmannshausen auf der 8, Dennis Erner auf der 9 und Andreas Braun, warum auch immer, auf der 10. Genau. Warum auch immer, deswegen wurde das erwähnt, weil er eigentlich 11. war nach dem ersten Qualifying und der Enrico 10. Enrico Herzig. Also wir tippen mal drauf, dass da irgendwie der Enrico gesagt hat, meine Runde war nicht sauber, fahr du mal. Ich gehe mal eben nachfragen, das interessiert mich jetzt brennend. Ja, das tu mal, das ist eine gute Idee. So, ich denke mal, sind alle drin. Gehen wir in das Warm-up. Da bin ich wieder und genau unsere Vermutung war korrekt. Der Enrico hat gesehen, dass er gecuttet hat und hat dann direkt zum Andreas gesagt, meine Runde war ungültig, war du Top 10. Na gut, hätte auch in die Box kommen können, die Nase. Na gut, alles klar. Dann ich glaube es gesehen zu haben, ich glaube es war die vorletzte Kurve und da bist du schon vorbei in der Boxeneinfahrt. Oh. Ja, also einen Grund muss es gehabt haben, weil so schlau ist er auch. Ja. So, die Herrschaften sind jetzt erstmal soweit hier am Racen. Wir machen uns mal im Warm-up so ein bisschen mit dem Tabellenstand vertraut, mit dem Meisterschaftsstand. Und da haben wir hier dann die ersten drei, sehen wir, sind gleich geblieben in der Fahrermeisterschaft. Christian Rückert, René Herzig und Dennis Erner. Und ja, Christian hat sich jetzt wahrscheinlich, weil René im letzten Rennen ja nicht so wahnsinnig gut abgeschnitten hat und Christian Doppelsieg eingefahren hat, hat er sich jetzt so ein bisschen absetzen können. 30 Punkte, 31 Punkte Vorsprung ist jetzt nicht die Welt, weil es gibt für jedes Rennen 20 Punkte. Also von daher ist das kein sicherer Vorsprung. Auf Platz 4 haben wir den Mario Schilly, auf der 5 den Maiko Losch. Platz 6 für Fred Donke. Und wenn wir uns die Punktestände so angucken, 278, 242, 208, 201 und dann auch noch der Dirk mit 200. Und dann können wir durchaus noch den Rest mit sagen. Platz 8 für Micha Wirz, Platz 9 für Lostaschewski, André Burger mit 186, 178, 159 Punkten. Dann weiß man, dass das dass das noch völlig Spekulationen entbehrt. Also hier braucht man gar nicht erst anfangen, drüber nachzudenken, wer wo welche Chancen hat. Also das ist noch alles wirklich ziemlich weit offen. André Burger hat natürlich aufgrund des guten Rennens auf dem Norrisring sich richtig gut nach vorne bringen können. Ist genauso wie Fred Donke und Mario Schilly. Also ja, haben da richtig Punkte gut gemacht und deswegen auch besseren Platzierungen oder die besseren Plätze jetzt in der Meisterschaft. Kommen wir kurz zur Teamwertung. DG Motorsport mit 510 Punkten vor Fricadelli Virtual Racing. Und auch da kommen ja jeweils zwei Autos in die Wertung. Also 450 zu 510 Punkten ist ungefähr so wie 501 zu 505 Punkten in der Fahrermeisterschaft. Jägermeister Racing, das sind die Herzchens, also die Gebrüder Herzig und die auf Platz 3 mit 446 Punkten. Okay, da sind jetzt schon mal 100 Punkte zu Platz 2. 4 Punkte.
Wie komme ich denn da jetzt drauf? Also 4 Punkte. Team RSA 426 Punkte, also nochmal 20 Punkte zurück. Also das ist alles gar nichts, wenn man davon, also wenn man berücksichtigt, dass hier jeweils zwei Autos in die Wertung kommen. Und so geht es dann halt auch weiter. Platz 5, Frigadelli Virtual Racing Team 2, No Name Racing auf der 6, auf der 7 BMS Racing, KDS Motorsport auf der 8 und 9 Neck. Der 10 dann Team Dabotec Racing. Genau. So. Und da ich, wenn ich das hier richtig sehe, ist Dabotec heute auch nicht am Start. Genauso wenig wie Next Gen Racing. Also von daher, oder Next Gen, wie auch immer man das sagen möchte. Da wird sich also. Ja, wird nicht allzu viel Bewegung sein auf den letzten beiden Plätzen. Wir werden sehen, was uns das Rennen hier beschert und wie es dann nächsten Mal der Tabellenstand aussieht. Ja, wie du schon sagst, viel möglich, also kann viel Bewegung geben, auch jetzt hier nach Silverstone. So. Genau. Summers TV. Da haben wir es. So, Tom Krüger setzt sich an die Spitze der Warm-Up-Ranking, des Warm-Up-Rankings. Das ist ja natürlich auch mal ein Erfolg. Den haben wir ihm schon immer gewünscht. Nein, natürlich Quatsch. So, Zeit ist gleich abgelaufen. Haben wir gut verplappert jetzt die 5 Minuten, die 10 Minuten. Und stimmt, ich gehe noch mal gucken. Ah, da war einer runter und ja. Genau, das machen wir noch mal clean. Weil der Mike Kolosche war wohl vom Server gefallen. Ja, so, dann wünsche mal den Herrschaften mal viel Glück. Oh, Kloik. Lustig. Glück wollte ich mit UE schreiben und hab's mit EU geschrieben. Ah, okay. So. Ja, 15 Runden. 15 Runden stehen auf dem Programm. Jetzt haben wir erstmal eine Reconnaissance-Lap. Das heißt, die Herrschaften fahren jetzt hier aus der Box. Startaufstellung, dann gibt es eine Warm-Up-Lap und dann den stehenden Rennstart. Und gut, der ist, glaube ich, hier in Silverstone jetzt relativ unproblematisch. Also sicherlich erste Kurve gibt es immer irgendwann. Ja, ich erinnere dich an letztes Jahr. Ich kann mich hier noch sehr gut an einen auf dem Kopf fliegenden Christian Rückert. Das ist Silverstone. Ach ja, das da gab es ja diese Mörder-Diskussion. Ja, ja. Mit Achim Krause oder so. Hm. Genau, ne? Und ja, ja. Einmal so auf dem Rücken über das ganze Feld von links nach innen, nach außen drüber geflogen. Ach, Felix Appelt war das, glaube ich. Felix Appelt hat, glaube ich, das Ding ausgelöst, oder wie das war. Keine Ahnung. Ja, es war eine minimale Berührung mit großen Folgen und spektakuläre Bilder auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist, du hast hier direkt nach Startzeit eine super schnelle Rechtskurve, da kommen die Jungs alle ordentlich mit viel Schwung durch. Dann geht der Flinksklick, der da kommt, geht, wenn du alleine fährst, fast voll. Und dann muss das Auto zusammenbremsen vor diesem 90 Grad Rechtsknick, um an die Spitze heranzufahren. Also da wird es sich nachher richtig knubbeln. Und davor hast du diese zwei Highspeed-Kurven, erreichen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, eben auch leichte Berührung aus, um da große Wirkung zu erzielen. Aber es gibt sicherlich engere, schlimmere Starts oder gefährlichere. Also ja, definitiv. Da bin ich heute sehr zuversichtlich, dass das ohne großen Schaden abgeht. Ja, wir haben ja jetzt hier auch ausnahmslos Leute dabei, die schon sehr, sehr lange Rennen fahren. Ich meine, wir hatten in der letzten und der vorletzten Saison hier mit den vielen, vielen Fahrzeugen
schon den ein oder anderen dabei, wo du dir gedacht hast, naja, ob das jetzt so eine gute Idee war. Das ist halt jetzt schon ja auf die Elite reduziert, um das mal positiv auszudrücken. So, da haben wir unseren Pullsetter, nämlich den René Herzig. Auf der 2 haben wir Christian Rückert. Die ganzen Trend im Qualifying ein Tausendstel. Maiko Losche auf die 3 gefahren, freut mich sehr. Ich hoffe, der bringt es auch im Rennen nach Hause. Maxi Wolter 4. Da sehen wir aber wieder seine Brechstangen auspackt heute. Mario Schili auf der 5. Auf der 6 Fred Donke. Auf der 7 Micha Würz. Auf der 8 Dirk Sassmannshausen. Platz 9 für Dennis Erner. Auf der 10 Andreas Braun. Zeigen uns auch und zeigen uns nicht so viele andere Autos. Da ist er. So, Enrico Herzig auf der 11. Auf der 12 Tom Krüger. Auf der 13 Phil Ostaszewski. 14 Steffen Streblow, Lars Borkowski auf der 15, Opsala und der Daniel Streblow macht hier irgendwelche Pirouetten auf der 16 und auf der 17 der erste in der Startaufstellung, das ist Kurt Mildenberger. Ah, sehr schön. Jens, und, bitte, und, genau, das meinte ich. Nicht die Maus bewegen. Mache ich gar nicht. So, sehr schön. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Ich war gerade beim Kurt, von dem ich persönlich sehr hoffe, dass er auch zum 10-Jahrestreffen kommt. Er hatte das mal angedacht. Das wäre schon grandios. Ja. Ja, wenn der da unten aus seinem Fichtenwald da rauskommt, das wäre natürlich schön. Und sag mal, den ältesten Simracer der Welt. Hier ist nochmal die ganze Meute. So, jetzt kommen sie auch und fahren auch los. Das machen sie sehr, sehr schön. Sehr spektakulär. Da haben wir den Kurt. Irgendwie ist der seit 5 Jahren 63 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt der wirklich ist. Mittlerweile. Und direkt mal wieder fragen. Wenn der Datenschutzbeauftragte vom Land Schleswig-Holstein hier dann zuschaut oder zuhört, der verklagt mich dann gleich. Was strange, der Junge. Okay. Naja, der macht da die ganzen Vorlagen da und Google zweimal im Jahr zur Kasse wegen irgendwelcher Sachen. YouTube und all so ein Gedöns. Ja, René und Christian vorne an der Spitze. René ist sicherlich der beste Starter im Feld, steht auf der Pole. Aber ich glaube, der Christian muss gar kein volles Risiko gehen. Also, der wird den René jetzt hier im Auge behalten und wenn er hinter ihm bleibt, verliert er minimals Punkte. Ja. Dafür hat er jetzt einen Vorsprung. Ich glaube, dem Christian ist irgendwie wichtiger, die Meisterschaft zu gewinnen, als Einzelerfolge jetzt noch einzufahren. Ja, ist richtig. Das ist richtig. Und wir sind ja mal gerade bei der Halbzeit, also ja nur noch ein paar Rennen. Boah, sind wir nicht genau Halbzeit? Ja. Ja, hallo. Vorsicht, Jungs, nicht übertreiben das Ganze. Oha.
bin ich noch da? Ja, du bist noch da. Okay, hier stand gerade wieder alles. Ja, sind wir mal sehr gespannt, ob René auch gut startet, wenn er keine Herausforderung vor sich hat. So, ein schönes Bild. Ups. Nochmal die Kamerafahrt und die Ampeln sind da und in diesem Augenblick geht es los. Oh, ah, René kommt erwartungsgemäß. Genau. Und guck dir den Enrico an. Was macht der denn da? Eieieiei. Alles sieht bisher, sieht das ganz ordentlich aus eigentlich. Ja, leichte Blechberührung, aber alles im Bereich. Und da scheppert's. Uiuiui, wer fliegt da raus? Wen haben wir da? Streblo, Sassmannshausen und nochmal Streblo. Sassmannshausen mit Sicherheit der Leidtragende. Ja, haben wir natürlich jetzt hier eine riesen Lücke nach dem 10. Platz. Gucken wir mal nach vorne. Ja, Enrico hat da richtig gut. Ui, ich schmeiß das Auto weg. Ja, das ist zu einfach. Das fällt so einfach. Bis auf Platz 10. Oh, doch, da bitte sich jetzt aber mal. Jo, naja gut, den holt er sich jetzt mal gleich wieder, den 9. Platz. Ich denke mal, da wird jetzt Stallorder. Jo. Eieieiei. Ach, wird der sich ärgern. So, ach, naja, das ist natürlich jetzt für Christian Rückert ist das natürlich jetzt ja, ein Freifahrtschein. Ach du gut, hat der René auf dem Auto stehen seitlich. Ja. Hat er sehr gut gezeigt. Ja. Ja. Ja, das sieht schon cool aus hier, muss man schon sagen. Absolut. Eieiei, was ist das denn für eine Kamera? Die hatte ich ja noch gar nicht. So, naja gut, aber hier müssen wir uns gar nicht aufhalten, hier passiert nicht so wahnsinnig viel. Maxi Wolter ist auf die 3 vorgefahren. Ja, vorgefahren ist er nicht, sondern René Herzig hat sich nach zurückfallen lassen. So, und ja, und Fred Drunke ist dran. Und der Herr Wolter fährt hier irgendwo abseits. Ah, der Fred macht mal richtig Druck. Ah, Maxi macht viele kleine Fehler gerade. Da stehen die Räder. Ja, aber Fritz hat natürlich das Problem, dass ihm die Straße hier ausgeht, wenn der andere so dicht davor ist. Er hat nicht die Möglichkeit, irgendwie die Linie so zu wählen, dass er vorbeikommen könnte. Hier ist der Abstand schon wieder zu groß. Upsala. Da hat er sich ein bisschen auf den Körper vergaloppiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da gucken wir mal nochmal eins nach hinten. Dennis Erner fightet hier mit Mario Schili, der sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Hier ist ein Start vom 3. Platz. Quatsch. Oh, was war das denn jetzt wieder für eine Aktion? Ja, war doppelt. Davor gab es auch die Berührung zwischen Fred Doke und Maxi Wolter. Mhm. Aber Fred ist vorbei zumindest. Oh, Mario Schili verabschiedet sich jetzt hier gerade. Ach Gott, da ist er schon. Wo ist er denn hin jetzt hier? Ganz ans Ende. Oh, der hat einen Platten. Der hat einen Platten, ja. Oh Mann.
Ich hab's nicht genau gesehen, was ist denn da jetzt passiert? Hat ja, Dennis sind irgendwie berührt, sich in oder? Der Kurve in die Quere gekommen, ja. Denk mal, Dennis hat da irgendwie versucht, oh, scheiße, der wird wohl abbrechen. Der wird wohl abbrechen, das, oder? Nee, nee. Oh, das Junge, ey, die Felgen sind teuer wie Sau. Hm. Die nicht mehr. Ja, ja, trotzdem, ja, du brauchst ja eine neue, die kostet ja Geld. Mano. Oh, da vorne ist es nicht so, wie ich dachte, dass der Christian jetzt da auf und davon fährt. Nö, nö, nö. Der Kolosche macht da Druck. Hab's ja gesehen, der Bike ist sau schnell hier auf der Strecke. Dennis Erle auch gerade noch an Maxi Wolter vorbei. Und der René herzlich schon wieder auf der 7. Christian ist aber auch etwas unruhig, zumindest eben hat es den Anschein. Reifenschaden, Mensch, wann haben wir den mal gehabt? Also ich meine, es kommt mal vor, aber boah, die müssen sich ja wirklich irgendwie so ja, oder nicht aufgeschlitzt haben. Na, nee, die waren, ja, weiß ich nicht, ob er dann noch so weit weggedrängt wurde. Und die Reifenphysik ist ja hier eine ganz spezielle, also gehen ja auch kaputt, wenn man über irgendwelche Teile fährt, die andere Autos verloren haben. Hat man tatsächlich nicht in allen Modifikationen. So, Dennis Erner in Richtung Fred Dunke. Maxi Wolter muss er sich im Moment nicht kümmern. Obwohl, man sieht oben schön im Spiegel, aber es sind ja 6, 7 Zehntel Rückstand. Ja. Ja, das Problem ist, Silverstone schon immer gewesen, Überholmöglichkeiten sind hier nicht wirklich vorhanden. Es gibt ein, zwei Stellen, da kann man es machen, am Ende der Hangar Straight, da geht das relativ gut, aber man muss auch schon, ja, auf der Mitte, oh, was hat denn der Volta Willens da? Meine Fresse. Man muss aber allerdings dann schon deutlich besser auf die Hangar Straight rausgekommen sein, beziehungsweise auf der Hälfte der Distanz dann schon neben, mehr oder weniger neben seinem Gegner sein, dann hat man da eine reelle Chance vorbeizukommen. Ansonsten ist es hier eher dürftig mit Überholmöglichkeiten. Oh, Erna, was treibt er? Ach, macht Druck wie ein Großer. Naja. Ganz eng ist es gerade vorne an der Spitze, da sollten wir vielleicht mal eben schnell hinschalten. Weil Konoschen macht richtig Druck. Ja, ich kann es gar nicht glauben, was ich hier sehe, ehrlich. Also es freut mich ja total, also es ist total schön. Auch hier eine ganz saubere, enge Linie. Und das bedeutet gleichzeitig mehr Schwung jetzt hier hinten raus. Ja, aber so schlecht ist Christian auch nicht rausgekommen. Das reicht nicht. Weil dann müsste er jetzt schon wenigstens, ja, ansatzweise daneben sein. Der nächste, der es jetzt versucht, ist René auf der 7. Ist ja, vorbei. Ist schon erledigt. Ja. Er ist jetzt schon Sechster und hat jetzt den ganzen Pulk hier vor sich. Also es könnte gut sein, er hat noch 12 Runden und ist eigentlich jetzt wieder dran. Also er ist 6 Sekunden hinter der Spitze zurück, aber die nächsten 3 Positionen, da ist er eigentlich fast dran. Und ja, das muss man mal abwarten, ob er da noch so wenigstens bis in Richtung Podest kommt. Das wäre schon wichtig für ihn, dass er wenigstens, ja, nach Möglichkeit den zweiten Lauf dann auch gewinnt. Also sonst ist man mau mit den Punkten oder mit der Meisterschaft, dann wird es nämlich verdammt eng. Ja, wichtig ist, darum muss es gehen, Punkte gut machen auf Christian, ne? Nicht noch mehr verlieren, und danach sieht es gerade aus. Ja, ja, gut, hier wird sich, also in dem Rennen wird er auf alle Fälle Punkte verlieren.
aber er muss halt sehen, im zweiten Rennen, also jetzt so gut wie möglich, irgendwie möglichst noch auf den dritten Platz ins Ziel zu kommen. Und dann im zweiten den Christian hinter sich zu lassen. Aber der wird sich genug ärgern. Was mit Mario Chili? Er ist raus. Ei, das haben wir gar nicht. Ach, das war das mit dem Platten. Ja, der hat dann aufgehört. Genau. Also an Mike's Stelle würde ich jetzt hier brav hinterherfahren, gucken, ob ich irgendwo mal irgendwann eine Lücke finde und wenn nicht, einfach schön auf dem zweiten Platz bleiben. Und ich freue mich schon aufs Interview. Fred Donke auf der 3, der hält das hier, hält den Dennis auch, hat er momentan im Griff. Also ja, der Abstand zeigt, dass Dennis entweder jetzt ein bisschen zurückgestreckt hat oder ja, Fred hat es halt im Griff. Kann man mal schwer sagen. Maxi Wolter, ja, der ist momentan weder nach vorne noch nach hinten bedrängt. Allerdings kommt da jetzt der René ran. Das wird sicherlich spannend, weil natürlich Maxi Wolter ist der Teamkollege von Christian Rückert. Und jede Zehntel, der den René aufhalten kann, die hilft natürlich dem Christian. War jetzt nicht gemeint ist, dass er ihn absichtlich blockt, sondern fährt halt um seine Position. Teamtaktisch. Genau, teamtaktisch Position halten. Genau. Enrico auf der 8, auf der 9 haben wir den Phil Ostaszewski, auf der 10 haben wir Tom Krüger. Platz 11 für Andreas Braun. Auf der 12 Daniel Streblow. Ich muss sagen, von dem Daniel bin ich ein bisschen enttäuscht. Also der hat schon deutlich mehr gezeigt hier. Der ist ja auch schon 2-3 Saisons um die Meisterschaft mitgefahren. Wollte ich sagen, also als ich das hier mit angefangen habe, war ja immer ein Kandidat, also auf jeden Fall fürs Podium. Und jetzt ist er ziemlich weit hinten. Oh. Und den Lars, den hat es auch irgendwo erwischt. Der ist ein ganzes Stück hinterm Kurt Millenberger. So, und die hier vorne, also es sind nach wie vor zwischen 2 und 5 Zehntel Luft hier zwischen Christian Rückert und Mike Kolosche. René ist vorbei, Herr Maxi Wolter. Damit ist er jetzt schon auf P5. Versuchen das mal hier ins Replay zu kriegen. Was passiert ist? Ja, da hat der Herr Wolter wohl hier einen kleinen Ausrutscher gehabt. Und René natürlich mit deutlich mehr Speed. Frage ist, wo geht er jetzt vorbei? Tatsächlich hier. René noch nicht. Aha, jetzt passiert's. Jo. Also, wie du vorhin schon richtig gesehen hast, Maxi Wolter doch mit vielen kleinen Fehlern. Und ja, kann man gegen einen René Herzog nicht tun. Also klar, in der Tabelle ganz oben, aber der Abstand hier zwischen Position 1 und 2, den kann man eigentlich in Beton meißeln, weil der ändert sich so gut wie nicht. Also das sind immer so zwischen 2, 3, maximal mal 4 Zehntel. Also unglaublich. Jeder, der sowas hier fährt, weiß, wie schwer das ist bei dem Hinterherfahren, wenn du in diesem Abstand hinter dem Vordermann herfährst. Ja. Die Gefahr, ihn einfach abzuräumen. Du musst dich einfach auf die Bremspunkte verlassen können, dass er wirklich so bremst, wie er jede Runde bremst. Bremst du eine Kurve über 10 Meter früher an, hast du echt ein Problem. Ja, aber die beiden Jungs, die machen das einfach klasse. Das ist toll anzuschauen. Jetzt versucht das tatsächlich. Genau wie du sagst, das ist einfach so. Oh, jetzt hat er ihn aus der Ruhe gebracht und das sollte reichen für Mike Kolosche. Das sollte reichen, oder? Nein, Christian hält dagegen. Ja. Aber er macht das genau richtig, er setzt ihn unter Druck und treibt ihn in die Fehler. Also grandios. So ist es nicht. Der Mike ist ein super guter, aber. Ohne Performance haben wir lange nicht gesehen.
Switch mal bitte ganz schnell auf die 5. Weil da beim René, Dennis und Maxi, da geht es auch gerade richtig zur Sache. Und davor auch noch der Fred. Da haben wir eine ganz tolle Vierergruppe. Sieht ein bisschen so aus, als könnte der Dennis ein klein wenig schneller als der Fred, aber er kommt nicht vorbei. Und er würde sich wünschen, er würde jetzt vorbeikommen, um nach vorne zu begehen. Ja. Und nicht den René von hinten irgendwie nur abwehren zu müssen. Ja. Ganz heiß, ganz heiß. Maiko Losche führt wieder. Ja, wieder ist gut, erstmalig. Jetzt haben wir es nicht gesehen. Wir versuchen. Oh, 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 was ist passiert? Was ist passiert? Hier kommt er vorbei. Also hier ist er noch vorne, aber da war schon ein Fehler zu sehen. So, jetzt kommt er hier wieder auf den Knopf raus. Hier wieder sehr weit raus. Na, der hat doch ein Problem. So fährt doch kein Christian Rückert. Vermute mal, irgendwo jetzt muss es wohl passieren. Hm. Ja, ja, gut, wir spulen immer sehr weit zurück. Die R-Taste drücken, wir machen das mal hier, beschleunigen das mal das Ganze ein bisschen. Du, im Timing ist Christian Rückert wieder vorne. Ach. Tatsächlich. Was war das denn? Ah, hat unser Timing wieder gesponnen. Jetzt haben wir schon gedacht, hat sich tatsächlich irgendwas getan. Nee, alles ist wie es soll. Ja. Christian Rückert fährt sogar die schnellste Rennrunde. Also scheint es sogar so zu sein. Ah, der erste Sektor wurde aber nicht gewertet. In der letzten Runde. Also da hat er irgendwo, hat das wohl übertrieben. Oh, der Maxi. Der René kommt jetzt gerade nicht richtig da vorne an den Dennis dran und das nutzt Maxi natürlich sofort aus, macht Druck. Ja, du darfst nicht vergessen, René war ziemlich weit hinten, der hat gepusht ohne Ende. Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt schon irgendwie ein bisschen mit den Reifentemperaturen zu kämpfen hat oder sogar mit dem Klöpp zu kämpfen hat. Überhaupt mit dem Reifen. Das Schlimme ist ja wirklich, wenn man so hinterher fährt, man ist ja immer versucht, einen Ticken später zu bremsen. Aber Profis, wie sie sind, machen sie das ganz akkurat. Also ich warte echt noch drauf, dass er ihn mal abräumt. Ah, guck dir das an. Also der René scheint wirklich Probleme. Ja, der Probleme hat Probleme, definitiv. Oder er guckt zu viel in den Rückspiegel. So, wir haben noch 6 Runden. Thank you.
Ja, das ist hier suboptimal bei René. Also ich denke mal, dass ihm die Reifen ein bisschen ausgegangen sind jetzt. Er hatte ja schon mal jetzt von Maxi abgesehen. Oh, was jetzt? Ja, Maxi hat einen kleinen Fehler gehabt, ein bisschen zu viel über den Curbs. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wollte gerade nach der letzten, nach den Rundenzeiten gucken vom René. Das ist, ja. Oh, jetzt ist er am Dennis Erner vorbei. Wo ist denn der? Nee, das stimmt wieder nicht, oder? Doch, da fehlt einer. Was ist jetzt mit dem Dennis passiert? Lass mal schauen. Versuchen, das rauszukriegen, was da gewesen ist. Ah, ich vermute einen Verbremser. Genau so sieht's aus. Jo, und da muss er ins Grün. Da hat er nicht so ganz mit seinem Kontrahenten gerechnet. Das ist genau die Situation, die du vorhin geschildert hast mit dem Bremspunkt. Ja. So, jetzt können wir aber auch wieder live gehen, um das aufzuklären. Maxi Wolter ist jetzt vor Dennis Erner. Und René herzlich auf der 4. Genau. So, und jetzt hat er noch eine Sekunde Rückstand auf den Fred Dohnke. Ja, und das sind noch 5 Runden, also da geht noch was. Da geht mit Sicherheit noch was. Und vorne, schon Rückert sind nach wie vor 0,4, 0,5 Sekunden Abstand. Denk mal, dass Kolosche sich jetzt vielleicht mit diesem zweiten Platz angefreundet hat. Wenn er das nicht sowieso schon von Anfang an so hatte. In der Fälle wird er nichts riskieren. Ich habe einen kleinen Vorblick für den zweiten Lauf. Aktuell würde Finn Ostaschewski und Tom Krüger an der ersten Startreihe im zweiten Lauf stehen. Also dem Tom würde ich es echt mal gönnen. Ja, also das wäre mal was. Wie sagen. Der Phil hat das ja, glaube ich, schon öfter mal gehabt, zumindest weiter vorne zu stehen. Aber ja, für den Tom ist es sicherlich mal eine nette Sache. Ja, also René ist zwar jetzt dran auf eine knappe halbe Sekunde. Ich denke mal, er wird sich das vielleicht noch eine Runde mit angucken oder erstmal richtig ranfahren, um zu sehen, wo es überhaupt eine Möglichkeit gibt, am Fred Dohnke vorbeizukommen. Ja, das kann er ganz in Ruhe machen, weil der Fred ist definitiv der Letzte, den er erreichen kann. Ja. Der Mike vorne hat dann irgendwie schon 7 Sekunden Vorsprung. Richtig. Und der Mike geht bis vorbei. Entführung. Und wieder gekontert. Ja. Ja, aber der Christian ist irgendwie ja nicht hundertprozentig bei der Sache. So, René Herzig ist vorbei an Dohnke. Das ging ja schnell. Ich wollte gerade sagen, das ging doch schneller als gedacht. Schnellste ja. Runde von René. Genau. Auch die insgesamt schnellste Rennrunde. Nee, Fred, das wird sehr eng. Oh. Ja, da ist er. Das war ein bisschen gut. Man könnte jetzt sagen, der René hätte ihm auch. Ja, ist es denn wahr? Und der Fred macht den gleichen Quatsch hinterher. Also, ja. Fred hat versucht, außen vorbeizugehen. Und ja, und dann sind sie sich irgendwie ein bisschen arg nahe gekommen und dann hat Fred den Notausgang nehmen müssen. Denk mal, das ist einfach eine Situation, die aus diesem Zweikampf raus entstanden ist. Ich denke mal nicht, dass René ihn da absichtlich abgedrängt hat oder wie auch immer. Man muss auch an so einer Stelle nicht versuchen, außen vorbeizugehen. Also das kann man nehmen, wie man will. Auf alle Fälle wahrt sich René mit diesem dritten Platz doch noch ein paar Pünktchen. Ich will jetzt nicht sagen, die Chance auf die Meisterschaft, aber... Wenn er jetzt im zweiten, also zumindest, oh, der ist fertig, der Junge. Das ist noch nicht der dritte Platz, bei weitem nicht.
Der Fred ist dran. Und wie? Ja, der will aufs Podium. Ja, na klar will der aufs Podium. Wer will das nicht? Ich würde auch gerne hin. Aber ich darf ja nicht. Meiner Internetverbindung hier Rennen fahren, das wäre lustig. Drei Runden noch. Mensch, das zieht sich, das zieht sich. Das ist echt. 2.038 sind die beiden hier gerade gefahren in der letzten Runde. Ja. Ja, 2 Sekunden schneller, langsamer als die Runde zuvor von René. Da weiß man auch nicht so wirklich, was man davon halten soll. Ob es jetzt wirklich die Reifen sind, wie kann man mit runtergefahrenen Reifen die beste Rennzeit fahren? Ich sag mal, wenn er keine Fehler macht, dann hat er den Fred ja auch im Griff. Aber das ist alles noch nicht so hundertprozentig. Also noch so ein Rutscher, die eben darf er sich nie erlauben. Darüber. Die Curbs sind ja wirklich ganz, ganz fies. Wenn man da so wie die beiden jetzt darüber räubert, dann setzt das Auto leicht auf und dann verliert man Geschwindigkeit. Oh, und jetzt. Oh! Meine Fresse! Jetzt ist er in! Hammergeiles Manöver von Fred Hunke. Was war das denn? Wahnsinn! Ja, er wird schon. Oh, meine Fresse. Klasse, was die Jungs jetzt sagen. Absolut. Ja. Michael Losche fährt jetzt auf die schnellste Runde. Ja, das und er ist vorne. Was haben wir da wieder verpasst? So, dann gehen wir mal ganz schnell hin und gucken mal, ob wir das noch ins Replay kriegen. Jo! Ah, auf den Punkt! Ich möchte wetten, das passiert jetzt hier. Und genau so ist es. Ja. Genau. Bisher hat gesagt, er kann da kontern, aber hat nicht gereicht. Maiko Losche führt vor Christian Rückert in Silverstone. Ah, ich glaub's ja nicht. Könnte man ja ganz, ganz fies sein, könnte sagen, naja, so ein Franke, der kann halt nur auf dem Norrisring schnell sein. Ja, irgendwie Unsinn. Aber jetzt guckt ihr das an, was der Kolosche hier gerade da abbrennt. Und der eben gleich am herzigsten gratulieren wird, ist der René. Ja. Eben ein paar Punkte geklaut. Ja, ja. Ja, guckt ihr das an, der fährt ihm auf und davon. So viel Abstand wie die beiden jetzt haben, hatten die noch nicht das ganze Rennen noch nicht eine Sekunde. Eben. Irre, absolut irre. Und da ist der Kolosche das ganze Rennen hinterhergeheizt und hat jetzt noch so viel Reifen, um jetzt noch eine absolut geile Linie fahren zu können. Inklusive schnellster Rennrunde. So, jetzt kommen wir in die letzte Runde. Also perfekter kann man kein Rennen fahren. 13 Runden sauber dahinter bleiben, keine Fehler machen, dem anderen zeigen, Junge, eigentlich bin ich schneller, aber fahr du mal. Also, hammerhart. Ja, das brauchen wir gar nicht weiter hier einblenden, wir dürfen nur nicht vergessen, ihm nachher, sag mal, sind wir noch im Replay? Ja. Gut, ist, ja, wäre das Rennen ein bisschen früher zu Ende gewesen, aber macht auch nichts. Später, 30, 45 Sekunden, ja. Fred ist immer noch dran an René.
ich denke mal, da gehen wir noch mal kurz hin. Und dahinter sind die Plätze einigermaßen bezogen, zumindest runter bis Platz 10. Ja, der Andreas Braun, der macht da noch Alarm. Aber ich denke mal, wir gehen mal wieder vor zum Mike, weil das hat er sich mehr als verdient. Ja, und die letzten Kurven müssen ja auch erstmal zu Ende fahren. Ein kleiner Fehler und Christian ist wieder vorbei. Ja, richtig. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe jetzt echt überlegt, ist das jetzt das Ende oder kommt da noch eine halbe Runde? Du hast auf die laufende Zeit geschaut, gibst du. Ja, die sehe ich ja gar nicht. Also ich hab... ja. Dann hast du einfach mal unbewusst die Klappe gehalten und gehofft, ja, genau, vorbei ist. Ganz bewusst habe ich die Klappe gehalten. Das hätte auch noch gereicht, dann auf der Ziellinie herzlichen Glückwunsch zu sagen. Ja, wie Gott, es gibt auf. Mike Kolosche. Grandios. Ja. Das ist mal richtig geil. Aber mal so richtig geil. Ja, der Fred hängt eine halbe Sekunde hinter René. Ja, und dann würde man mal sagen, also wirklich herzlichen Glückwunsch. Ja, Mike, auf der 2 haben wir den Christian Rückert und auf der 3, da kommen sie gerade durchs Ziel, René Herzig, und auf der 4 Fred Dunkel. Ja, René hatte sicherlich ein viel aufregenderes Rennen, als er es sich vorgestellt hat oder gewünscht hätte. Ja, definitiv. Maxi Wolter auf der 5. Und auf der 6 haben wir dann noch den Michael Wirz. Auf der 7 den Dennis Erler. Und Enrico Herzig auf der 8. Und auf der 9, und damit erste Startreihe im zweiten Rennen, Tom Krüger. Und auf der Pole Position im zweiten Lauf, sprich 10, Platz 10 im ersten Lauf, Phil Ostaszewski. Auf der 11 haben wir dann Dirk Sassmannshausen, gefolgt von Andreas Braun. 13 dann Streblo, auf der 14 Lars Borkowski, auf der 15 dann den Kurt Mildenberger. Genau, ausgefallen Streblo und Mario Schilly. Genau. Ja, sehr schön. So, ich muss das mal hier wieder, weil so, genau. Wunderbar, es sind glaube alle über Start und Ziel, genau. Und wenn ich das richtig sehe, alle in einer Runde. Also keiner wurde überrundet, selbst uns Kurt hat es geschafft. Und hat auch ein Pünktchen, der gute Kurt. Aber nicht wieder vor die Mauer fahren, wenn es geht. Sieht gut lustig aus. Ja, so eine Maus, die in ihr Loch verschwindet. Von der Katze gejagt. Ja, also kann man nicht anders sagen. Wirklich grandios gemacht. Und ihr habt jetzt mal Chance, euch eins oder ja. Vorlage zum neuen RSA-Logo anzuschauen. Also, sagte vorhin schon, es wird wahrscheinlich noch einfarbig, hat aber wohl mehr oder weniger mit dem Treffen zu tun, richtig? Ja, nicht nur mit dem Treffen, auch, dass wir jetzt eine richtige Kollektion anbieten können, zeitnah über Poloshorts, Fließjacken, Zipper, Hoodies, Caps, also alles wird
demnächst bestellbar sein und dann wird es eben ein schwarzes Logo geben oder weißen Schrift und ein bisschen roter Schrift. Schön. Sehr schön. So, genau. Dann gehen wir zum nächsten Rennen. Ja, jetzt musste René mal richtig einen raushauen. Hat er schon wieder Punkte auf den Christian verloren? Wenn auch nicht viel, dank Mike Kolosche. Aber da muss noch ein bisschen was kommen. Ja, das ist tatsächlich. Mal gucken, ist der Mario hier noch drin? Ja, jetzt sind alle drin. Also falls sie wieder joinen. So, und dann schalten wir mal gleich durch hier. Ihr seht jetzt hier unseren wunderschönen Screen. Den lassen wir jetzt auch noch einen Moment. So, und dann gehen wir wieder zurück auf die Strecke und harren der Dinge, die da jetzt kommen. Nämlich nochmal ein Warm-up. Ja, Jens, also ich sag mal so, wir haben keine weiteren Autos vermisst oder mehr Autos gebraucht. Es war tatsächlich total abwechslungsreich. Wir haben sogar noch ein bisschen wenig von hinten gezeigt, wie ich fand. Absolut. Und, ja, lag halt an der Vierergruppe so um Platz 4, 5, 6, 7 und natürlich an den beiden Führenden. Und das wollen wir mal versuchen, das im zweiten Rennen wieder ein bisschen gut zu machen, sofern denn es da hinten auch etwas gibt, was man, oder weiter hinten auch etwas gibt, was zeigen ist oder was sich lohnt zu zeigen. Mit Sicherheit sogar. Wir haben es ja gerade in Abständen gesehen, auch da hinten gab es 2, 3 und 4 Kämpfe. Ja. Aber vorne war es eben noch ein bisschen enger, noch ein bisschen spektakulärer. Ja, und aber zwar halt vorne, ne? Das ist halt immer so das Schwierige. Ja. Es gibt ja tatsächlich durchaus namhafte Sponsoren, die sich schwache Teams aussuchen, die regelmäßig ausfallen. Einfach deswegen, weil die dann am längsten im Fernsehen zu sehen sind. Also, ja, versuchen wir mal auch ein bisschen heute dann noch etwas nach hinten zu schalten. So, Andreas Braun left the game. Warum? Mario Schili ist wieder mit drauf. Steffen Streblo auch. Das waren die beiden Ausgeschiedenen. Ah, Andreas Braun has entered the game. Sehr schön. Gucken, ob das stimmt. Lars Wyszewski, Foton Krüger, Enrico Herzig, Dennis Erner, Michael Wirtz, Maxi Wolter, Fried Dunkel, René Herzig, Christian Rückert, Mike Kolosche. Alles ist richtig. Ja, und unser lieber Dirk, unser Quotenschwabe, nee, unser Lieblingsschwabe, der hat tatsächlich den 10. Platz verpasst. Auf der 11 gelandet, das ist ungefähr so wie bei den Olympischen Spielen Vierter zu werden. Ja. Ja. Aber irgendjemand muss auf diesem 11. Platz sein, wenn es denn mehr als 11 Fahrzeuge sind oder mindestens 11 sind. Ja, da hat es jetzt den Dirk getroffen. Aber dafür gibt es halt immer noch mal ein paar Pünktchen auf dem 11. Platz, jedenfalls mehr als auf dem 12. Oh
Gott, wir quatschen eine Scheiße, aber egal. Nee, nicht wir, ich. Ja, ist ja gut, ist gut jetzt. Ja. So. Schauen wir mal, ob da irgendwo jemand fährt. Genau, der Herr Rückert fährt. Der will jetzt genau analysieren, wo er sein Auto so krumm gefahren hat, also sprich seine Reifen so verschlissen hat, dass er in den letzten Runden nicht mehr gegenhalten konnte. Ah, hier war es also. Das ist sehr schön. Wunderbare Demonstration, Herr Rückert. Natürlich schnell um. Donald, dass Jens sich gar kein neues alkoholisches Getränk holt. Jo, ach, da sagst du was. Ich habe gerade von mich hingeträumt. Ich bin sofort wieder da. Ich dachte schon, er wäre auf dem Zug. Aber gut. Mama, sonst ist hier eigentlich kaum jemand unterwegs. Raum ist gut, gar keiner. Alle bleiben drin. Nur Christian Rückert fährt. Ach nee, Benny Herzig fährt auch. Jetzt guckt doch mal einer an. Und sogar Bestzeit. Bestzeit im ersten Sektor, hier im zweiten Warm-up für René Herzig. Das kann sich doch sehen lassen. Nochmal ein Zehntel aufgelegt hier im zweiten Sektor. Und was er noch reicht, lassen wir ihn die Runde nochmal zu Ende fahren. Aber zum Rennen schalten. Ja, das ist mal, nenne ich mal eine Zeit. 201442. Das soll wohl noch mal so ein bisschen in Richtung Christian Rückert gehen. Und jetzt schalten wir dann aber auch weiter. So, alles gut. So, jetzt haben wir natürlich eine spannende Startaufstellung. Unten läuft sie durch. Ja, da haben wir es gehört, so zischt das. So. Und unser Polsetter verlässt die Boxengasse. Da haben wir ihn. Phil Ostaszewski. Was ich natürlich noch viel spannender finde, ist Tom Krüger. Wenn er denn mal losfahren würde, dann würden wir ihn auch voller Pracht zeigen.
Dann warten wir jetzt mal auf ihn. Ob der ist noch so aufgeregt, der muss sich jetzt erstmal noch runterbringen, lässt sich jetzt erstmal fahren. Ja, erste Startreihe ist ja schon mal was. Ja, eben. Geht und steht, er macht spannend. Hallo? Ach, das ist ja Tom Krüger. Tom! Ja, wunderbar. Er hat mich erhört. Man muss ihn nur bitten. Naja, genau. So, mal gucken, ob die Ampel jetzt auf rot ist. Nee. Naja, also. Ich will nicht sagen, es hätte gepasst, aber zumindest ein gewisses Verständnis wäre dafür gewesen, hat da eben ein Auto gestanden. Daniel ja. Streblo. Phil Ostaszewski. Auf der Position 1. Auf der 2. Tom Krüger. Platz 3 für Enrico Herzig. Auf der 4. Dennis Erner. Auf der 5. Micha Würz. Auf der 6 Maxi Wolter. Auf der 7 Fred Dohnke. Auf der 8 René Herzig. 9 Christian Rückert. Und der Sieger des ersten Laufes hier auf der 10 jetzt Mike Kolosche. Auf der 11 haben wir Dirk Sassmannshausen. 12 Andreas Braun. Daniel Streblo auf der 13. Auf der 14 Lars Parkowski. Kurt Mildenberger auf der 15, auf der 16 Steffen Streblo, auf der 17 Mario Schili, der ja, wie auch der Steffen, im ersten Lauf ausgefallen ist. Nach einer Berührung. Ich glaube, mit Dennis Erner war das, genau. Hat einen Platten und ja, hat sich dann wahrscheinlich 3-4 Mal weggedreht auf dem Weg in die Boxengasse und hat ein Auto dann abgestellt. Ja, aber auch ihn müssen wir im Auge behalten. Er war ja auch gerade im Qualifying ziemlich schnell. Jetzt guckt er das an. Der Phil steht hier einsam und verlassen auf seinen ersten Platz, bevor hier die anderen kommen. Der ist doch. Ah ja, also wollen wir mal hoffen, dass er die Nerven behält. Ja. Hey, los. Und auf geht's. Ja, so, jetzt einmal rum und dann harren wir im zweiten Lauf. Ja, ich bin sehr gespannt. René Herzig muss was gut machen, steht jetzt vor dem Christian. Mit seinen Starterqualitäten kann er das vielleicht auch beim Start ein bisschen ja, halten. Enrico vorne auf Platz 3 stehen wird hier nicht das große Problem sein, aber Dennis Erner haben wir vorhin gesehen, den hat er nicht so mal eben angreifen können. Also, das wird schon eine heiße Kiste jetzt. Ja,
Also Phil versucht alles richtig zu machen. Auto auf die Reifen auf Temperatur zu bringen. Was sehr, sehr schwer ist hier in der Simulation. Auch die Bremsenhalster an, wie wir sehen. Also da wird immer Gas gegeben und gleichzeitig gebremst. Nicht irgendwie beschleunigen und dann in die Eisen. Das gibt eher Unfälle, als dass das was bringt. Weil das hier gar nicht so extrem wichtig ist, zum Beispiel in Barcelona. Oder gar in Monza. Also. Ja, René und Christian. Ja. Genau, da dürfen wir gespannt sein. René steht in der Startaufstellung hinter Maxi Wolter. Wollen wir mal nicht hoffen, dass der Team taktisch startet. Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass René das Lenkrad losfährt, schon so ein bisschen nach links oder rechts eingeschlagen hat. Einen ganz kleinen Tick. Dass der, falls er wirklich seinen Start verschnarchen sollte, aus welchen Gründen auch immer, da irgendwie vorbeikommt. Wenn du geradeaus beschleunigst, hast du keine Chance. Die Ampeln sollten jetzt angehen. Da sind sie. Da sind sie, genau. Und los geht's. Eieiei. Upsala, und da hat sich gleich einer verabschiedet. Ich glaube, das war aus eigener Kraft, der Micha Wirtz nämlich. Ich glaube nicht, dass der angeschoben wurde. Phil Ostaszewski bleibt vorne. Dennis Erler auf der 2. Ach, das ist der Dennis da vorne. Ja, geht jetzt außen hier vorbei. Muss er erstmal zurückstecken. Und wer ist denn das hier? Ist das ja. Ah, ist der Enrico. Ja. René Herzlich auf der 5, Christian Rückert auf der 8. Eieieiei. Und der Dennis schickt sich jetzt die anderen in Führung zu gehen. Ja. Das tut er auch. Der Phil lag seinen Leisten. Macht da keine wilden Manöver. Der Tom ist zurückgefallen bis auf die 4, hat 2 Plätze verloren. Ja, das kann man ihm nicht verübeln. Also, und da, dahinter ist dann der Riesenpunkt mit René Fred, Maiko Losche, Christian Rückert, Maxi Wolter. Ja, ja. Guckt ihr das an hier? Ja, das wird er nicht halten können, das glaube ich nicht. Ja, also brauchen wir uns hier, die sind ja noch alle ganz eng beieinander. Eigentlich, hier ist jetzt eine kleine Lücke, ansonsten ist alles bei dicht. Ja, der Dennis hat jetzt hier tatsächlich die Chance, Boden gut zu machen. Er ist definitiv schneller als der Phil. Und dadurch, er muss halt sehen, dass er jetzt so viel wie möglich Zeit gewinnt. Denn gehen wir so 2, 3 Plätze nach hinten. Ich ja. Glaube. Ja. Hier kommt nämlich direkt schon der Angriff von René. An Tom Krüger, gegen Tom Krüger. Ja, dann macht der Tom auch nichts verkehrt, wenn er den jetzt hier passieren lässt. Und hinten geht Maxi Wolter an Christian Rückert vorbei. Ja. Die sagen sich, ach, machen wir die Meisterschaft mal ein bisschen spannend. Herr Fred macht jetzt hier mächtig Alarm hinterm Tom. Upsala. Und Mario Schili schon vorgefahren bis auf die 12. Ja. Ja, der hat. Ja, ich will nicht sagen, lässt er zwischen 10, aber der will es wissen, definitiv. Nach der Nullnummer im ersten Lauf.
Jetzt waren Christian Rückert und Maxi schon wieder nebeneinander. Also da wäre ich jetzt gerne mal im Team-Channel. Ja, feiner Fehler vom Tom. Oh, jo. Noch ein Fehler hier vom Christian und Maxi geht wieder außen und vorbei. Ja, Hammer. Hammerhart. Ja, ich glaube, der musste diesen Schlenker fahren, sonst wäre er dem, ich weiß nicht, ich glaube, dem Tom oder so ins Heck gefahren. Boah, und der Maxi, ja, ist der ganz wild. Ja. Ja, und Christian wieder vorbei. Ja. Genau. Unglaublich. René ist jetzt vorne auf der 4 hinter Enrico. Also gleich auf der 3. Ja. Das hast du schön gesagt. So, aber Rückert hat jetzt seinen Freund Kolosche vor sich. Jetzt kann er sich die Revanche holen. Und der Tom da vorne schon wieder mit stehenden Rädern. Er überfährt das Auto gerade so ein bisschen. Ja, was soll er machen? Der fährt halt, der will ein bisschen aus der Situation, aus dem guten Startplatz, ein bisschen ja, was rausholen und übertreibt es jetzt einfach. Der ist so nervös, der ist so aufgeregt. Das ist, kann man ihn nicht verüben, glaube ich. Und weißt du, was ich gerade gesehen habe? Enrico Herzig ist dabei, Fink Ostaschewski anzugreifen. Der Mike, der wird hier auch ins Lenkrad weisen, weil der kommt hier nicht vorbei. Nichts zu machen, muss ich hier gegen Rückert. Jetzt hat er's, oder? Ja, jetzt kommt er durch. Aber da kommt gleich der ganze Pult mit vorbei. Ja, denkste. Da macht der Thomas aber nichts verkehrt, das muss man lassen. Nein, schön dagegen gehalten. Ja. Und auch hier bleibt er noch vorne, kann Rückert nichts machen. Und der für den ganzen profitiert ist Dennis Erle, er führt mit 2,5 Sekunden Vorsprung. Und René hat sich zurückgefallen auf die 5. Da lag mir meine Einschätzung wohl falsch. Fred Dunkel wieder vorbeigerutscht. Ja, wird er wohl wieder irgendeinen Fehler gemacht haben. Denke ich mal. Haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, der Christian, der dreht frei hier in der Rippschamkuh, ja. Der kommt hier nicht durch. Jetzt. Jetzt soll es passen. Naja. Er ist auf der linken Seite. Also die Kurve geht erstmal nach rechts. Aber er bremst später. Ja. Wild. Ja, aber er kann es halten. Ja. Apropos wild, vorne ist René wieder vorbei am Fred. Ja, das ist ein kleines Déjà-vu für den Fred. René will jetzt hier gewinnen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn der erstmal aus diesem Trubel hier raus ist. Das ist grandios, ehrlich. Ja, fehlt aus der Chefskelle vorne, fährt ganz sauber und hält die ganze souverän hinter sich. Ja. Also ich anstelle der Herzigs will den René jetzt vorbeilassen, damit der Enrico den René so ein bisschen den Rücken frei halten kann. Aber es ist natürlich auch schwierig, die sind so eng beisammen, es ist eine kleine Lücke auf, rutschen direkt drei durch. Ne? Das ist ja, so richtig. Also es ist wirklich rasant, was wir hier sehen. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und Enrico macht jetzt hier Alarm gegen den Phil und das sieht sogar gut aus. Oh, was macht links und rechts? Ist ja nicht zu fassen. Oh, das ist ein Fred vorbei. Oh. Und dann hast du Bruno. Fred hat jetzt, ich glaube,
Ja, das hat er sich jetzt irgendwie das Gucken. Geh nochmal Schritt zurück. Ja, René ist raus, also den hat er jetzt abgeräumt da. Das gucken wir uns nochmal an. Hat es mal ein Vorgehen offen, René? Ich möchte ja wissen, was er davor für ein Manöver gestartet hat. Nee, jetzt. Ich glaube, wenn ich im Replay bin, nicht mehr. Aber guck dir dieses Manöver jetzt hier gleich an. Da ja, kommt hier das Jahr nichts für. Nee, da. Ja, ah, ja, das da. Ist mehr. Da ja, natürlich ja, eingelenkt, ja. Ja. Ja, da kommt er ein bisschen weit raus. Aber das René kommt auch nach innen rein. Also das kann man jetzt, ich würde es als Rennunfall sehen. Also das ist schwer zu sagen. Von der Stelle hier aus schon mal gar nicht. Und der René ist natürlich jetzt mehr als sauer. Ja, ganz so gut, aber er ist ausgelöst durch den Fehler vom René, der da zu heftig über die Curbs gefahren ist und dann eben den Stecker fast neben die Strecke gemacht hat. Richtig. Dadurch hat er auch eben diesen etwas anderen Winkel gehabt als jetzt der Fred. Ja. Ja, Rennunfall. Sehe ich ähnlich. Ja. So, ja. Das ist dann, haben wir das, jetzt haben wir unser Déjà-vu. René Herzig geht vorbei an Tom Krüger. So, gehen wir mal wieder ein Stück nach vorne. Enrico Herzig ist wieder zurück. Wer war das denn jetzt hier eben? Enrico. Das ist Enrico. Der Enrico. Ah, okay, der hat hier definitiv ein Problem, weil der wird hier überholt, als würde er der 100 PS weniger. Jetzt hat er sich wieder gefangen, kommt aber jetzt sehr weit raus. Er hat entweder was mit Phil und mit Mike oder selber einen Fehler gemacht. Danach sind sie alle über ihn hergefallen. So, Dennis Erner führt vor Phil Ostaszewski. Mike Kolosche auf der 3, Fred Dunke auf der 4 und Christian Rückert auf der 5. Ja, da kommt Kolosche das wieder an. Der Kolosche hat heute den Renntag seines Lebens. Ja, das war jetzt aber ein bisschen hausgemacht vom Fred. Also da ist er irgendwie sehr unglücklich in der Linienwahl gewesen. Ein bisschen spät eingelenkt. So, und wir haben unser Duell aus dem ersten Lauf wieder. Mike Kolosche gegen Christian Rückert, nur dass es jetzt umgekehrt ist. Rückert hinter Kolosche fährt die ganze Zeit. Und der Mike hier alles in irgendeiner Form versucht, um an dem Ostaszewski vorbeizukommen. Ja, das ist total unterschiedlich. Der Mike kann nicht frei fahren und der Film macht es nach vorne einfach besser. Ja. Jo, das nenne ich mal. Der René Herzig ist da schon wieder dran an der Gruppe. Ist auf 6 und Andreas Braun fährt auf 7. Mario Schili auf 8 und ganz hinten gestartet. Und Krüger wird gerade durchgereicht. Enrico Herzig ist gerade an ihm vorbei. Er wird wahrscheinlich heute Nacht auch orange sehen, wenn er die Augen zumacht. Ja, René gerade 2 Sekunden schneller als Phil Ostaszewski. Das hilft natürlich wieder an dieser Gruppe hier heranzufahren. Und jetzt ist der Mike daneben. Ja, jetzt sollte es passen. Jetzt sollte es passen. Und Christian wieder auf einer Scheißlinie, sodass er nicht mitziehen kann. Ja, Mike ist durch. So, und wenn der Phil Ostaszewski jetzt das gleiche macht, wie er mit Rückert macht, wie er die ganzen Runden jetzt mit Kolosche gemacht hat, dann ja. Ah, ich glaube, der Christian wird jetzt gleich schon irgendwie hier. Ja, ja, der muss aber erstmal daneben kommen. Tut er jetzt? Das wäre eigentlich der richtige. Ja, das passt. Und Phil ist auch so fair und hält da nicht rein. Genau. So. Also Mike Kolosche zweiter. Jetzt wird es natürlich spannend. Wenn sie den Dennis Erner noch einholen wollen, müssen sie, ich meine, das sind 6 Sekunden, die der Vorsprung hat. Da müssen sie aber jetzt einig, und ich meine, der fährt ja nicht langsam. Also so ist es ja auch nicht. Aber dann sollte der Christian jetzt keine wilden Manöver Richtung Mike Kolosche machen. Und die sollten sich erstmal gegenseitig ein bisschen ziehen. Aber ich befürchte, der Vorsprung reicht.
Ich würde doch erstmal einwerfen, dass der Christian vermutlich überhaupt keine Manöver Richtung Mike starten kann. Dafür müsst ihr erstmal ranfahren. Also. Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Also Kolosche hat hier heute, der hat irgendwie das Silverstone-Syndrom oder so. Also der ist hier fast nicht zu schlagen. Also es ist noch keiner unter 202 gefahren. Allerdings hatten wir das, glaube ich, im ersten Lauf nicht. Das war auch eine niedrige 202. Aber oder der René ist dann noch irgendwie vorletzte Runde oder sowas 201 gefahren. Ja, stimmt. 201,6 ist der gefahren, richtig. So, Fred Dunke ist auch irgendwie vorbei und hier hinten ist Alarm, nämlich René Herzig versucht jetzt hier sich an dieser. Ja gut, wenn Robert Stratner nicht mehr mitfährt, brauchen wir jemanden, der die Spankwand spielt. Und das macht der Phil eigentlich ganz wunderprächtig. So, aber jetzt, ja, jetzt aber auf der Außenlinie. Wenn er noch ein bisschen nach vorne kommt, sollte es reichen. Ja, das sollte passen. Ja. Ja, das geht hier. Du hast hier zwei Linien, du kannst dann nebeneinander durchfahren. Ja. Der nächste ist dann links. Ja. Alles gut. Genau. So, René hat sich auf der 5. Na gut, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Nee, vor allem, weil der Christian drei Plätze vor ihm fährt, ne? Und schon wieder 3 Sekunden Vorsprung, also 3,5, ja. Ja, 2 Plätze. Hm, jetzt. Aber ist tatsächlich so. Jetzt wieder drei. Naja. Warum auch immer? Christian ist vorbei am Mike. Oh, das haben wir jetzt mal eben gerade nicht gesehen. Das kann ja nur ein Watter vom Mike gewesen sein. Würde ich mal so meinen. Hat er tatsächlich einen Fehler gemacht. Weil hier hat er noch deutlich Vorsprung. Und jetzt im Replay. Jo, da ist es. Da ist der Wackler. Und dann auch noch auf einer der schnellsten Stellen auf der Strecke. Das ist natürlich bitter. So, wir sind wieder live. Ja, dann haben wir da tatsächlich die Situation aus dem ersten Lauf wieder. Kolosche hinter Rückert. Ja, gucken wir mal, wie es ausgeht. Ja, Mario Schini leider wieder ganz zurückgefallen. Hatte sich ja deutlich nach vorne gekämpft. Ist jetzt nur noch 16. Gucken wir mal zum Michel Würz. Der macht nämlich Alarm hier Richtung Enrico Herzig. Auf Platz 9 und 10, also Michael Würz auf der 10. Ja, ich schaue mir gerade so ein bisschen die Zeiten an. Das ist jetzt so mit das Ängste jetzt hier. Vorne auf 4 und 5 haben wir noch ja, der Fred und der René. Genau. Sind da noch ganz gut beieinander. Aber wir haben ja versprochen, dass wir auch mal ein bisschen weiter nach hinten gehen. Aber leider danach ist erstmal nichts mehr. Dirk Sassmannshausen 1,5 Sekunden hinter Micha Würz. Daniel Streblow 5 Sekunden hinter Dirk Sassmannshausen. Und Tom Krüger. Ja, dann gehen wir mal zum Tom. Er ist jetzt auf Platz 14 gelandet. Ja, es tut mir so ein bisschen leid um den Tom. Also vielleicht hat er auch ein bisschen überzogen oder auf alle Fälle, wenn er da vorne fährt und gleich den Start so am Start gleich 2 Plätze zurückfällt. Der war ja dann gleich erstmal auf 4 und 2 gestartet. Und dann hat er natürlich die ganze Meute hinter sich, die ganzen Top-Leute hinter sich. Da, also, upsala! Jo, da ist einer stiften gegangen. Wo ist er? Da kommt er.
Ja, Daniel Streblow. Oh. Also ich glaube, bei Mario Schiele hat wir vorhin das Timing wieder hier. Was macht denn der? Doch nicht der Daniel. Das gibt's doch gar nicht. Den stellt er ab. Da bin ich mir sicher. Er hat irgendein Problem gehabt. Wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Also auch solche Sachen sollte man mal zeigen. Also hier macht er irgendwie Quatsch. Da schlägt leicht ein. So, jetzt fährt er hier irgendwie kreuz und quer, um keinen vor die Nase zu fahren. So, kommt hier zu heftig. Das ist unglaublich. Ja, den Rest haben wir gesehen. Ja, jetzt stellt das Auto ab. Gut, muss ich also korrigieren. Mario Schiele fährt noch auf der 6. Ja. Und Christian Rückert ist auf die 4 zurückgefallen, hinter Fred Doke. Da sollten wir nochmal hin. Da sollen wir nochmal hin. Und zwar sollten wir mal gucken, ob wir da irgendwas sehen. Oh, ich glaube, da haben wir gerade die Situation. Was ist passiert? Alles irgendwie nicht so aus wie soll. Ah, zu spät gebremst. Ja. Aber da geht keiner an ihm vorbei. Doch, jetzt kommen wir schon. Ja, und da kommt er. Und da kommt er und unten. Ja. Alles klar. So, dann sind wir wieder live. Und René direkt dahinter. Jo. Also haben wir sie wieder alle beieinander. Nützt, also ich sag mal so, würde die Reihenfolge jetzt so bleiben, hat René dadurch jetzt die Meisterschaft nicht verloren. Aber es ist natürlich, er hat halt wieder Punkte verloren. Und das wird, er hat ja auch, ist ja auch ehrgeizig. Also das wird ihm schon zusetzen, da bin ich mir sicher. Ja, zu Recht, vor allem weil er in Zeiten vor dem Christian war. Ne? Er stand auf Pole, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja gut, ist halt im Rennen, das muss man mal so ein bisschen sehen. Da egalisiert sich das so, ich sag mal so, die Unterschiede, die da waren, die waren ja nur wirklich marginal, 17.000stel im Quali. Aber ja, aber wir können uns erinnern, Christian Rückert letzte Saison, wie Pech der hatte in seinem Rennen. Also vor allem in der ersten Hälfte. Ja. Und jetzt schiebt er den Fred Dunkel durch die Gegend. Und René ist vorbei. Wow. Wow. Ja, so kann es gehen. Wir haben noch 5 Runden. Also ich bin mir jetzt hier nicht so... Also das Ding ging klar in Richtung Christian Rückert. Da hat er irgendwie drauf geachtet, was der Fred da vorne macht. Dass der vielleicht eher bremsen muss oder sowas. Oder er konnte es nicht ahnen, wie auch immer. Mit Absicht macht man sowas ganz sicher nicht. Aber er hat sie mit dem Rhein gefahren und dadurch hat er die Gewalt über das Auto verloren. Ja, und er hat wieder seine Bremsprobleme. Mein Freund, der Verbremser, macht der Hänger straight. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich technische Probleme sind oder ob es einfach von der Konzentration her ist. Also, keine Ahnung. So, und hier jetzt besser rauskommen, genau in dem Abstand. Dann wäre es perfekt. Ja, 10 Meter zu weit weg. Ja, ich glaube auch. Weil ja, jetzt kommt der Windschatten und da musst du bremsen. Frage ist, ich meine, da haben sie sich vorhin schon mal rausgekegelt. Nee, Fred bleibt vorne. Ja, waren ein paar Meter zu wenig. Nee, Benny, da geht das dann auch nicht. Verliert man nur Zeit. So, aber auf der 11, unser Quotenschwabe.
Haben sie dem überhaupt für eine Lackierung verpasst hier? Das ist ja Andreas Braun, genau. Der macht den Alarm hier. Und Jörg Sassmannshausen. Wir sollten auch die Spitze nicht so ganz aus dem Auge verlieren. Mein Maiko Losche fährt aktuell eine Sekunde schneller als Dennis Erner. Hat ja, haben wir nur noch vier Runden. Ja, Vorsprung aber schon auf 3,6 jetzt runter gefahren. Also. Ja, wird safe ist das noch ankommen. Nee, safe ist es nicht, aber weißt du selber, Dennis muss man auch erstmal beholen. Und so, jetzt sind es wieder 4 Sekunden kurz gewesen. Jetzt. Hä? Oha! Nee, unser Timing spinnt gerade mal wieder ein bisschen. Ja, bei mir sind es jetzt 3,3. 3,3, genau. Aber er hat die schon gut im Rückspiegel. Also da sieht er den Kolossus schon ziemlich deutlich. Naja, ziemlich deutlich ist übertrieben. Ja, jetzt kommt wieder die Stelle, wo der René ein bisschen besser durchkommt als der Fred. Guck, ob da nochmal ein Angriff kommt. Ah, ist wieder ein paar Meter zu weit weg. Phil Ostrzeszewski ist zurückgefallen bis auf die 8. Ach, der Mike will's wissen. 2:01.7. Wieder eine Sekunde schneller als der Nims. Ja. Aber auch der Hinterholzzeit, ne? Fred 2:01.1. Der Rin Herzig 2:02.0. Christian Rücker 2:01.9. Wir geben jetzt nochmal richtig Gas, diese kurz vom Ende. Ja, René ist schon mit 2:01.4 gefahren, also hat die schnellste Rennrunde. Und René ist, glaube ich, dran, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche. Ja, der ist die ganze Zeit schon dran. Aber jetzt ist er richtig dran. Und jetzt muss es mal irgendwann klappen, weil wir haben nur noch 3 Runden und mittlerweile ist auch Christian Rückert wieder dran an den beiden. Was sagen, der Druck kommt auch von hinten. Ja. So, das können wir hier irgendwie ja, fortführen, wie wir wollen. So, und jetzt schön raus. Ja, so sieht das gut aus. Jetzt hat er. Das war ja cool. Bist du früher als du nimmst? Jo, das passt. Und schön da bleiben, wo wir sind, Herr Dunkel. Er lässt ihm sogar noch Platz. Aber es sollte in der nächsten Kurve sollte es passen. Ja. Und Christian Rückert versucht da auch noch durchzuziehen. Ganz stark ist man über vom René. Aber ganz sauber gemacht. Frage bleibt nur, ob das. Es fragt sich nur, ob das auch so bleibt. Hier kann man es nicht tun. Oh, 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 der hat sich hier arg über die Kürze und jetzt kriegt er eine mit von Fred. Ja, und wer klatscht sich auf die Schenkel? Ja. Und ich frage mich ernsthaft, ob Benny jetzt ins Interview kommt. So. Da vorne sind immer noch 2,5 Sekunden. Ne, 2. Ja, was jetzt? Könnten wir das jetzt mal final kriegen? Ja, es sind um die 2 Sekunden. Etwas mehr. Und wir haben noch 2 Runden und glaube mir, das reicht nicht. Wenn der Dennis keinen Fehler macht, dann
reicht es nicht für Mike Kolosche. Er wird ja, das sieht gut aus. Bis auf eine halbe Sekunde vielleicht noch rankommen. Mag alles sein, aber letztendlich ist es das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Der Dennis hat die Chance, da möglichst viel Zeit rauszufahren. Das kommt ihm jetzt zugute. Da kann er sich definitiv beim Phil bedanken. Der Phil hat ihm heute so lange aufgehalten. Ja, definitiv. Das waren ja über 7 Sekunden, die er Vorsprung hatte. Und er konnte sich dann wirklich seine Reifen auch so einteilen. Er musste nicht, ja, er hatte keine Zweikämpfe, nichts. Und daher hat das alles gut gepasst. So, wir sind in der letzten Runde. Oh, ja, genau. So ein Mist jetzt noch machen. Auf den letzten Metern. Ups, was ist hier hinten los? Maxi Wolter und Phil Ostaszewski. Phil Ostaszewski ist vorbei. Das hat jetzt 5-6 Mal hin und her gezuckt. Das Ranking hier. So, und jetzt. Oh! Das sieht in den Kurven hier immer so aus, aus den TV-Kameras, als ob die driften hier. Nichtsdestotrotz, auch wenn das hier noch sehr, sehr spannend aussieht. Die halbe Runde, die jetzt hier der Dennis noch zu fahren hat. Naja, ich will jetzt nichts sagen, aber Kolosche ist dran. Es wird, nein, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Das hat jetzt nochmal 2-3 Zehntel gekostet. Also, wie auch immer, das schafft er nicht mehr. Er fährt knapp. Oh, guck dir das an, was der Kolosche hier abbrennt. Das war jetzt tatsächlich ein Drift. Ja. Da haben die Reifen noch gequalmt. Da war schon lange kein Bremsen mehr zu sehen. Nichtsdestotrotz zeigen wir jetzt aber den Dennis, weil der Dennis führt. Und ja, das hat er richtig sich richtig gut eingeteilt, das Rennen. Hat auch ein bisschen Glück gehabt am Anfang, wie du eben schon sagtest, mit dem Phil Ostaszewski, der doch eine ganze Zeit, 5-6 Runden lang, die Leute da hinter Dennis aufgehalten hat. Da können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Dennis. Ja. Dennis. Dennis, genau. Dennis, genau, Dennis. So, alles klar. Ja, Mike Kolosche wird Zweiter und Christian Rückert geht als Dritter durchs Ziel. Ja, René Herzig auf der 4, der wird alles andere als zufrieden sein. Ja. Fred Dunke auf der 5. Mario Schilli sollte jetzt als Sechster ins Ziel kommen. Maxi Wolter auf der 7 und Phil Ostaszewski von der Pole zurück auf die 8. Enrico Herzig haben wir noch auf der 9 und Andreas Braun auf der 10. Gefolgt von Dirk Sassmannshausen und Michael Wirz. Oh Mann, der Dirk, Doppelelfter. Genau. So, ja. Da haben wir den Lars Pokowski und unseren zweiten Platz gestartet, der Tom Krüger. Genau, die sind jetzt auch gleich im Ziel. Und da haben wir noch unseren Kurt. Und ausgefallen sind beide Schäblo-Fraktionen. Genau. Genau, Daniel und Steffen. Sehr schade. Ja, meine Herren, nicht schlecht. Ja, klasse, ohne Frage, wieder richtig spannend. Ich finde, das hat mächtig Spaß gemacht zu schauen, oder? Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht, ja. Mittlerweile macht ja wirklich alles Spaß. Also ich moderiere nur noch das, was Spaß macht.
sprich die RSA und den Porsche Cup. Ja, also großartige Geschichte. Und jetzt warten wir mal drauf, dass die Herrschaften zu uns kommen. Die müssen sich natürlich jetzt erstmal noch einen Tick beruhigen. Und so, da haben wir alles, was wir brauchen. Stimmt, Michael Losche zweimal schnellste Rennrunde. Nee, René Herzig war mit der absolut schnellsten Rennrunde im zweiten Rennen 201482. Michael Losche im ersten Rennen 201849. Also es zeigt so ungefähr, was der René, was für ein Riesenmesser der zwischen Zähnen hatte. So, da kommen sie ja alle so langsam. Ja, ich hab's befürchtet. Ach doch, René ist da, immerhin. Ja, Jens, teilen wir uns wieder auf, gell? Genau, fangen wir mal an. Genau, jo. Ja, dann kommen wir mal zum ersten Rennen. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, welcher der beiden Läufe mir jetzt besser gefallen hat. Eigentlich beide gleich gut. Im zweiten war es noch ein bisschen mehr Trubel. Und nichtsdestotrotz, René, erstmal, ja, ich weiß jetzt wieder nicht, was ich mit dir anfangen soll, ehrlich. Du hast es auf der Hand gehabt im ersten Lauf, wie auch im zweiten. Tja. Aber was war los im ersten? Weggedreht, einfach nur weggedreht, oder? So optimistisch. Reifen super aufgewärmt für die erste Runde. Und dann dachte ich, naja, man könnte ja spät bremsen, wenn die Reifen warm sind, aber die waren dann doch noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur und beim Anbremsen habe ich dann schon gemerkt, das wird nichts. Und dann geradeaus geschossen. Ja. Und dann der dritte Platz ist eigentlich nur eine Schadensbegrenzung gewesen. Ja, naja gut, du kannst dich, glaube ich, bei Mike ein bisschen bedanken. Ja. Der ja heute irgendwie die Rennen seines Lebens gefahren ist, wie ich glaube. Nichtsdestotrotz, du bist beides Mal jetzt einen Platz hinter Christian reingekommen. Das heißt zwar jetzt nicht, ist noch nicht wirklich was Dramatisches, aber schlägt schon ein bisschen aufs Gemüt, oder? Ja, ein bisschen Punkte verloren jetzt wieder mal. Schade eigentlich, da hilft mir die Pole-Position da auch nichts mehr. Nee. Und es ist echt schwer, da eine super geile Runde hinzukriegen im Quali, um da nicht zu cutten. Ja. Weil die Strecke erlaubt es ja, an verschiedenen Stellen zu cutten. Und als ich dann wirklich Pole stand mit 17.000stel Vorsprung, richtig, habe ich gedacht, boah, genial, ey, du bist vor Christian, ja, dann fährst du mal das Rennen zu Ende und dann, dass das gleich in der ersten Runde zu Ende war, das Rennen, das habe ich nicht gedacht, aber naja, müssen wir jetzt so hinnehmen. Die Saison ist noch ein bisschen, wir haben jetzt erst fast noch nicht mal Halbzeit. Und ja, doch, wir haben, glaube ich, genau die Hälfte jetzt, ne? Oder? Ja, 15 Rennen sind es insgesamt. Naja, gut. Bei 6, ne? Also, okay. Ja, wir gehen jetzt Richtung Halbzeit, sage ich mal. Okay, gut. Nee, ganz kurz zum Zweiten. Ich meine, das war ja nun wirklich mehr als, ich weiß nicht, du warst, glaube ich, auf allen Positionen, oder? Ja, ich habe alles, die Top 10 einmal durch. Ja. Naja, gut. Ich meine, immerhin kannst du noch drüber lachen oder zumindest dich erheitern.
Wir haben es mit einem Lachen, einem weinenden Auge gesehen, weil es hat natürlich auch für arg viel Action gezeigt. Ja. Aber naja, mein Lieber. Ja, Gucken ich wir nehme mal. das. Ich nehme das. Mal gucken, was noch kommt. Jetzt kommt ja Genau. dann Oschers Leben und die wird nicht so einfach werden, die Strecke. Ja, richtig. Das ist eigentlich meine persönliche Hassstrecke überhaupt, aber gut. Wir werden sehen, was ihr so treibt. Vielleicht geht da mit der Wintersaison der RSA mal irgendwie schwanger und fahrt mal Brno mit. Dann habt ihr schon mal ein gutes Training für Oschersleben, auch wenn es ein völlig anderes Layout ist. Aber finde die Strecke genauso bekackt. Aber gut. Wie auch immer. Also, René, 10. Nicht schlecht, aber bei weitem nicht das, was zu erwarten gewesen wäre. Gucken wir mal, wie es dann in Oschers Leben aussieht. Christian, jetzt weiß ich auch nicht so richtig, was ich mit dir machen soll. Ob ich dir jetzt gratulieren soll oder nicht gratulieren? Also ich meine, natürlich kann man dir gratulieren zu einem zweiten und einem dritten Platz, aber irgendwie hast du doch jetzt irgendwie die Kolosche-Phobie oder sowas ähnliches. Kann das sein? Ja, erstmal danke. Kannst mir schon, also ich Ja, freue mich ja. schon. Es Ja, ist im klar. Endeffekt so, dass ich das Setup vielleicht ein bisschen konservativ gewählt habe, weil durch die Punktevorsprung geht mir vielleicht ein ganzes Risiko. Das ist mir dann zu Verhängnis geworden, weil der Mike, der war einfach bärenstark, konnte mich dann einfach nicht mehr wehren, weil die Reifen runter waren. Im zweiten Rennen war es dann ähnlich. Da war der das total verrückt. Erst Platz 2, dachte ich, fahre ich heim, dann verbremse ich mich total unnötig. Und dann kam der René und der Fred durch und dann kurz vor Ende hat dann nochmal der Fred mit dem René kollidiert und dann kam ich da wieder durch. Also Das war das ist wirklich nur mehr die als Frage, verrückt, weil ja. ich glaube, ich habe noch gekartet im zweiten Quali, da bin ich mir noch nicht sicher, ich glaube schon. Von dem her vielleicht dann für den René spannender in Oschersleben mal richtig anzugreifen. Ja, naja, also wir werden sehen. Ich meine, es ist jedenfalls, ich freue mich tatsächlich sehr, dass es bei dir wieder so geworden ist, dass du ja, dass dein Rennglück erstmal wieder ein bisschen da ist. Das war ja, haben wir ja einige Zeit schmerzlich vermisst. Und dass das jetzt erstmal hier. Also Glückwunsch zum zweiten Platz im ersten Lauf. Und ja, ich traue mich es kaum irgendwie. Ja, Mike, ich gratuliere dir jetzt wirklich nur zum ersten Lauf, sonst hat der arme Jens gar nichts mehr zu interviewen. Denn meinen wir. Ja, doch, der hat schon noch, genau, sehe ich ja da gerade, ja, völlig ausgeblendet. Mike, was war denn los heute? Ja. Irgendwie heute Nacht irgendwo an irgendeinem PS-Miete vorbeigelaufen oder was passiert? Hab eine Erzähl. Vitamintablette gegessen. Nee, keine Ahnung, weiß auch nicht. Ich habe mich einfach sau wohl gefühlt, auch im Training schon eigentlich, aber dass es dann am Ende so gut läuft, hätte ich natürlich auch nicht gedacht, aber hammer, hammer geil halt, ja. Der Christian, ich weiß auch nicht, hat ungewohnt Fehler gemacht. Ich denke, am Ende hat er dann ein Problem mit den Reifen gehabt und dann ging es irgendwie. Ich weiß auch nicht, gutes Setup, einfach wohl gefühlt, gut in den Rhythmus Als du gekommen vorbei und. warst, du hast den stehen lassen, als würde der parken. Also das war sensationell. Also Ja, unglaublich. ich kann echt nur sagen, wohl gefühlt, das Auto hat immer Ja. gemacht, was es sollte, weil Ja, alles hast du denn ausgesprochen nicht viel viel. trainiert oder ist es einfach nur das Layout, was hier liegt oder? Ich denke mal, das ist die Strecke, ja. Ich habe mich letztes Jahr auch schon wohl gefühlt, aber da habe ich dann gleich vom Start weg versaut. Ja, keine Ahnung, es passt einfach mit der Strecke. Ich hoffe, es bleibt natürlich so, aber ich vermute mal, es wird eher an der Strecke gelegen haben. Ja, nichtsdestotrotz, grandioser erster Lauf, hat wirklich richtig Spaß gemacht und ja, dann Dankeschön, gebe ich mal Dankeschön. an den Jens. Ja, du bist ja gleich nochmal dran. Juhu, ich darf auch. Ja, zweiter Lauf, nicht weniger spektakulär als der erste, ganz im Gegenteil. Mit dem René haben wir gerade schon kurz gesprochen, der hat für eine Menge Unterhaltung gesorgt. Aber Christian, Platz 3, das war auch irgendwie anders, oder? Ja, ein Platz verloren oder zwei gewonnen, man kann es so nicht sagen. Ganz schönes Durcheinander. Im Endeffekt bin ich zufrieden, wie es war. Kann man. Wichtig ist immer vom René ins Ziel kommen, egal wie viele Plätze, wenn es nur einer ist, reicht es auch. Und Eben. ging ja mit bisschen Glück auch so auf. Ja, ich meine, du hast zwischendurch ja selbst mal wieder ein bisschen für Spannung gesorgt, eine dezente kleine Fahrfederchen drin gehabt und dann wieder Ah. profitiert. Also schaut euch den Stream an, es war eine Menge Bewegung drin da vorne, hat uns sehr gut gefallen. Ja, war teilweise wirklich unnötig, aber ich schaue es mir natürlich gern an, wie immer.
Schön, dass du heute trotzdem da bist, obwohl du ja Bedenken hattest. Klasse, hat sich gelohnt. Ja, da muss ich meiner Frau nochmal Danke sagen, dass die das alles so tapfer organisiert hat und dann jetzt doch mitfahren konnte. Freut mich natürlich auch rein. Uns auch. Liebe Grüße an die Holde. Richtig, ja, aus. Genau. Mike, Lutz hat es gerade schon gesagt, der Silverstone und Michael Losche, das passt irgendwie zusammen anscheinend, oder? Ja, schon, ich glaube auch. Lief eigentlich ähnlich gut wie im ersten Rennen, ich bin am Start echt gut weggekommen. Dann hatte ich gleich ein Déjà-vu, der Christian wieder vor mir, aber ja. Ich weiß nicht genau, was passiert ist hin und her, es lief echt gut für mich, also ich auch das Rennen hat mir da ein bisschen in die Karten gespielt. Plötzlich war ich wieder Zweiter, aber am Dennis war, glaube ich, kein Rankommen. Ich glaube, der hat dann auch locker gemacht. Lutz konnte auch nochmal anziehen, also Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ja, locker gemacht hat er, glaube ich, nicht. Also wir haben die Rundenzeiten ja schon verfolgt. Zwei Runden weiter und das wäre wahrscheinlich nochmal richtig eng geworden. Aber fragen wir doch mal selber. Dennis, herzlichen Glückwunsch. Zweiten Lauf gewonnen. Ein bisschen profitiert vom Phil Ostaszewski, das soll jetzt nicht irgendwie ja, das Ganze mindern, du aber Loser. Doch schon ganz schön profitiert. Hast du am Ende ein bisschen den Vorsprung verwaltet, den du da rausgefahren hast, oder warst du am Limit? Ich war am Limit, meine Reifen, die waren total hinüber. So, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ich bin am Start gut weggekommen. Und hab dann natürlich Glück gehabt, dass die Jungs sich da hinter mir, sich ja natürlich geprügelt haben, gehe ich mal von aus. Und ich konnte meine Runden fahren, ohne großartige Fehler. Ja, und dann bin ich halt auf Platz 1 angekommen. Gibt Schlimmeres, oder? Ja, ja gut, ich habe eigentlich kaum trainieren können mal wieder. Und deswegen bin ich da höchst zufrieden mit. Ja, ich wollte gerade sagen, da werde ich dir am Donnerstag schwer machen, aber da bist du ja anscheinend nicht am Start, hast andere Dinge zu tun. Ja. Schade, dann genieß diesen Erfolg hier umso mehr. Jo, danke. Ja, auch von mir nochmal die Glückwünsche. Coole Nummer heute. Also, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 3 Wochen. 3 Wochen oder 14 Tagen, hilft mir. 3 Wochen müssten es sein. In 3 Wochen, ja. In Oschersleben und dann wieder Montag. Und nicht vergessen, am Donnerstag Wintermeisterschaft hier in der Race Speed Association. Und ja, da gibt es die nächste tolle Renn-Action. Dann würde ich sagen, schöne Woche euch allen. Und wir beenden das hier. Vielen Dank wieder an Jens. Und wir sind ja guter Hoffnung, dass wir dieses Jahr noch ein paar schöne Rennen zusammen haben werden. Das wird sicherlich geschehen. Okay. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Okay.